herzlich willkommen. in dieser ausgabe sprechen wir über die entwicklungen an der front, was dort passiert ist. wir haben nun ein video von den schäden an den nord stream pipelines. wir sprechen also darüber. wir sprechen von den entwicklungen, was die mobilmachung angeht, und über das politische infighting, bevor wir wieder zur üblichen frage antwort runde anschließen kommt. normalerweise wird ein bis zwei stunden nach dem video in der beschreibung auch eine eine, äh, werden die Kapitel drin sein, sodass sie dann auch direkt zu den Sprachen, Sp äh, Fragen vorspringen können. Zunächst noch ein paar Dinge in eigener Sache. Und zwar habe ich den Hinweis bekommen äh, von einem, im letzten Lagebericht müsste es gewesen sein, habe ich gesagt, dass äh, die, die Partei Der Dritte Weg, das SS-SIGI, Siegfried Borchardt ein Mitglied der Partei gewesen sei und ich wurde, wurde von der Partei darauf hingewiesen, dass dies falsch sei. Er war nie ein Mitglied der Partei der Dritte Weg, sondern bei der Partei die Rechte. Und da ich hier natürlich einen Fehler gemacht habe, habe ich kein Problem, diesen zu korrigieren. Ich danke für den Hinweis und nur dies als Korrektur von meiner Seite. Äh, weil ansonsten ist es so, wir haben beim letzten Mal über die Bezahlfragen gesprochen. Wir arbeiten aktuell daran. Ich rede mit dem Programmierer. Wir haben noch nichts Voll vorzeigfähiges, aber es wird verschiedene mit Algorithmen wahrscheinlich dann irgendwie, wird man es dann austarieren müssen, wie es läuft, dass Bezahlfragen zusammen mit den normalen Fragen gewertet werden und dann irgendwie einfließen wird. Wie gesagt, teilweise über, übersteigt es mein technisches Verständnis, teilweise sind auch die Zahlen noch nicht ganz klar, aber es wird zum Beispiel, ob die Frage von einem Moderator kommt. Fragen von Moderatoren werden höher gewertet, Fragen von Mitgliedern werden höher gewertet, Fragen, die mit Spenden verbunden sind, werden höher gewertet, aber nicht in einem Maße, dass es unmöglich wird, auf die dass die eine Frage ohne Spende noch beantwortet wird, sodass eine richtig gute Frage, ohne, ohne irgendeiner, mit irgendeiner Spende verbunden zu sein, auch durchaus die höchst bewertete sein kann. Da wird natürlich viel Austarieren nötig sein, aber auf diese Art und Weise werden wir sicherstellen, dass einerseits die Bezahlfragen, die für die Finanzierung des, des Kanals extrem hilfreich sind, dass die wieder wieder stattfinden können, ohne gleichzeitig andere komplett auszuschließen und gleichzeitig sorgt es dann auch dafür, dass nur weil eine Bezahlfrage war, weil, weil eine Frage mit einer Spende verbunden war, so muss ich es richtig formulieren, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man ein automatisches Anrecht auf eine Frage hat. Das muss natürlich entsprechend kommuniziert werden, denn ich will nicht, dass Sie erwarten, Sie würden auf jeden Fall eine Antwort bekommen, wenn es durch das technische System nicht so erfolgt. Wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz spruchreif, es ist alles noch nicht ganz funktioniert. Aktuell klappt es wohl, dass die Fragen, wenn es mit Hashtag Frage gestellt wird, auch aus dem Superchat übernommen wird. Ähm, aktuell wird auch der Preis mit angezeigt, aber irgendeine Wertung im Großen und Ganzen erfolgt dort noch nicht. Das System ist noch nicht fertig, aber der Programmierer arbeitet wie ein Blöder daran. Und äh, die Finanzierung unter anderem des Programmierers ist natürlich dann dank der Spenden möglich. Jetzt aber Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, kommen wir zum Lagebericht selbst. Wir fangen an mit Berichten über weitere, nun, wie wollen wir es nennen? Wenn Sie pro-ukrainisch sind, werden Sie sagen Deportationen. Äh, wenn Sie sagen, pro -Russ, wenn Sie pro-russisch sind, werden Sie es natürlich Evakuierung nennen, weil der russische Staat ukrainische Zivilisten vor der ukrainischen Armee retten will. Ähm, wir haben hier weiter große Meldungen von... Von, dass diese Deportationen in großem Stil stattfinden, dass eben Zivilisten sowohl aus Cherson als auch aus dem Donbass weiter in Richtung Russland ähm, gebracht werden. Beispielsweise haben, haben tschetschenische Kämpfer wohl mit Gewalt Teile von Rubischne hier geräumt und die Leute dort vertrieben. Dort wird vermutet, dass die ebenfalls nach Russland gebracht werden, was definitiv. Der Fall ist, was die Russen selbst bestätigt haben, ist nicht nur, dass sie angeblich äh, Angebote machen, um Leute zu evakuieren, sondern was definitiv bestätigt ist, ist, dass sie ukrainische Kinder, die Waisen seien, angeblich oder tatsächlich, das Überlasse ich Ihnen, da sehe ich keinen Beleg dafür, dass das erfunden ist, dass sie Weisen seien. Aber bleiben wir mal bei der offiziellen Sprachregelung der Russen. Die Russen sagen, ukrainische Kriegsweisen wurden nach Russland geschafft und werden dort zur Adoption freigegeben an russische Eltern. Und das dürfte ziemlich sicher äh, die Kriterien erfüllen der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Also das ist ein Angriff auf die ukrainische Identität und damit ist es als Völkermord zu bewerten. Die Ukraine spricht nun auch von 43 Angriffen mit Drohnen am 17. Oktober und das habe ich jetzt beispielhaft herausgenommen, weil sie dort erklärt hat, der Großteil dieser Angriffe sei mit Shahid 136 Drohnen geflogen worden und von den 43 Drohnenangriffen hätte sie 37 abwehren können, indem sie die Drohnen abgeschossen hat. Das wäre doch eine relativ positive Bilanz, die langsam darauf hindeuten würde, dass die Ukrainer langsam Mittel und Wege finden, wie sie die Drohnen erfolgreicher bekämpfen können, als was bislang... Hatten. Wir haben hier jetzt nun ein Video. Ich lasse es mal im Hintergrund laufen, weil es zwei Minuten lang ist und wir es uns natürlich nicht im Einzelheiten anschauen müssen. Und hier kommt Panama Sigi, wie ich Leute ihn nennen höre. Ähm, dieses Video ist nun gemacht worden von den Schäden an der Pipeline. Äh, die interessante Sache dabei ist, dass der zumindest einer dieser, einer dieser Beschädigungen ist 50 Meter lang ist. Das heißt, wir reden hier von einer, einer Dimension, die weit über das hinausgeht, was nur was das Notwendige wäre, um die Pipeline auszuschalten. Hier geht es um eine großflächige Zerstörung, die natürlich auch viel mehr Sprengstoff erfordert hat, als eigentlich notwendig gewesen wäre. All das ein Hinweis darauf, eben, was dort in welchem Rahmen das passiert ist. Sie wissen, ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich eine Theorie vorgestellt habe, die eine russische Urheberschaft erklärt. Und ich halte diese Theorie. Nicht 100 aber so zu 95 weiterhin für, für äh, die glaubhafteste. Und ich sehe immer wieder, dass es äh, Kommentare gibt von Leuten, auch, man findet es ja auch in Social Media etc., dass die Russen doch keinerlei Gründe gehabt hätten, eine, eine Pipeline, ihre eigene Pipeline zu sprengen. Und dem will ich nur, ich will jetzt nicht das Ganze fast neu öffnen, sondern nur noch ein paar Hinweise darauf, die manchen entgangen sein, die sie dann vielleicht auch anwenden können. Wie gesagt. An dieser Stelle, ich will nicht, ich lege mich nicht fest, wer es war. Ich habe keine Beweise, wie soll ich mich da festlegen können. Aber die, die Aussagen, wir müssen bedenken dabei, dass die ähm, der Angriff auf die Pipeline erfolgte binnen einer Woche nach der russischen Teilmobilmachung. Das heißt, binnen einer Woche, nachdem man in Russland den ernster Lage erkannt und eingestanden hat. Äh, die die Detonation, die Angriffe auf die Pipeline erfolgten im Rahmen von 24 Stunden Abstand zur Eröffnung der polnisch-norwegischen Pipeline, die die beiden Pipelines kreuzt. Und zwar in unmittelbarer Nähe, man könnte sagen in Sichtentfernung. Es könnte also ein klarer Hinweis sein, diese Pipeline könnte die nächste sein. Als nächstes ist zu bedenken, dass eine der vier Röhren, nämlich eine von Nord Stream 2, heil geblieben ist. Und Rosneft, glaube ich, war es, sagt, dass eine Lieferung von Gas über diese Röhre ohne weiteres möglich sei und hier ist wichtig, das ist Nord Stream 2. Das heißt, es ist bislang nicht geöffnet, und die Regierung könnte jederzeit, die die russische Regierung könnte hier jederzeit politische Zugeständnisse verlangen, weil kein bestehender Vertrag über die Lieferung von Nord Stream 2 besteht. Das heißt, die russische Regierung könnte sagen, wir liefern euch Gas, aber nur wenn Deutschland das und das macht. Ähm, Nord Stream 1 hingegen ist vollständig zerstört, und hier ist es so, dass Russ Russland einen geltenden Vertrag hatte, den es, äh, wenn es den nicht aktiv brechen will, würde dieser Vertrag bedeuten, Russland muss Schadensersatzleistungen äh, tätigen, wenn es über Nord Stream 1 nicht liefert. Ähm, da Nord Stream 1 nun aber zerstört ist, ist dies außerhalb ihrer eigenen, ist es sozusagen höhere Gewalt und damit kann Russland nicht liefern und damit muss Russland keine Strafzahlungen leisten. Und ähm, wenn sie das nicht überzeugt, also, wie gesagt, das nur zur, zur Verstärkung, zur Erklärung dieser Theorie. Russland, die, dass es Russland möglicherweise gewesen ist. Wie gesagt, auch hier will ich betonen, ich will Russland nicht als den sicheren Schuldigen erklären, ohne irgendwelche Beweise, die ich nicht habe. Aber Russland hat es. Die, die Detonation erfolgte binnen einer Woche, nachdem Russland den Ernst Lage erkannt hat, erfolgte in unmittelbarer Nähe einer frisch zu diesem Zeitpunkt eröffneten Pipeline. Es erfolgte, ähm, eine der Röhren ist ganz geblieben. Welche Spezialeinheiten sind dazu zu inkompetent? Es erfolgte viel, mit viel zu viel Sprengstoff, um klarzumachen, was die Ursache war. Und äh, Nord Stream 1 ist ausgeschaltet worden, nicht aber Nord Stream 2 vollständig, was eben russische Strafzahlung verhindert. Aber interessant ist, Sie können glauben, was Sie wollen, ob dies nun die Russen waren oder nicht. Überlasse ich Ihnen. Ich stelle Ihnen nur eine Theorie vor und stelle Ihnen Argumente dafür vor. Aber jetzt haben wir noch eine interessante Information von NTV. Und zwar finden dort seit einiger Zeit, seit einigen Tagen, massive russische Spionagetätigkeit, findet dort statt, die konzentriert ist auf den Energiesektor, im Besonderen Öl- und Gasindustrie. Dabei fliegen Drohnen über das. Über, über die, die norwegischen Anlagen, inklusive Offshore-Anlagen, werden von Drohnen überflogen und Norwegen hat nun eine Reihe an russischen vier die vier, drei Männer und eine Frau, also vier Personen festgenommen und die hatten massenhaft Fotos von diesen Anlagen bei sich, sodass eben die norwegische Regierung ihnen vorwirft, sie seien Spione gewesen. Das alles auf die norwegischen Gasanlagen und aktuell kommt eben Gas per Pipeline äh, nach Deutschland, nach Zentraleuropa, neben den Pipelines über die Ukraine, die wohl immer noch laufen weitgehend zumindest oder die zumindest immer noch heil sind mehr oder weniger läuft der Rest aus Norwegen und dort findet jetzt plötzlich russische Spionageaktivität statt. Ob sie das in einen Zusammenhang setzen oder nicht, wie gesagt, das überlasse ich Ihnen. Ich sehe keinen Grund in irgendwelche äh, Streits mich zu verwickeln über Dinge, über die noch keine Beweise vorliegen. Ich kann nur Ihnen eben Argumente liefern, warum mich manche Dinge etwas mehr überzeugen, aber ich kann keine endgültige Aussage tätigen, wer nun wirklich daran schuld war. Ähm, kommen wir zu weiteren Informationen. Und zwar, äh, die ukrainische Regierung sagt inzwischen seit 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke zerstört. In, mit Im Rahmen dieser Angriffskampagne, die nun stattgefunden hat, und als letzte Nachricht allgemeine habe ich diese hier und zwar sie kommt aus Twitter wieder mal und dort sagt jemand, die russische Eisenbahn hätte bereits 10.000 Waggons aus dem Verkehr genommen und weitere 200.000 seien nun gefährdet. Der Weiterbetrieb und der Grund dafür sei, dass äh, Kassetten, Casset äh, Bearings nicht mehr verfügbar sein. Nun, ich kann jetzt googeln wie jeder, so wie auch Sie, und daher kann ich googeln, was hier geschrieben wurde, den Unterschied zwischen Roller-Bearings und Cassette-Bearings. Bearings müsste ähm, Lager sein. Ehrlich gesagt weiß ich den Unterschied nicht. Das ist sowieso nicht mein Fachgebiet. Wenn ich nun google und Ihnen genau den Unterschied zwischen Kassetten und Roller, und dann gibt es natürlich noch einen deutschen Begriff, wenn ich Ihnen nun den Unterschied äh, erkläre zwischen den Kugellagern, ähm, haben wir beide nichts gewonnen? Ich kann Ihnen nicht erklären, dass es stimmt, dass die Russen die nicht mehr herstellen können, dass die Lager leer werden und dass sie es nicht umstellen können. Das ist weit außerhalb meiner Kompetenz. Hier nur der Hinweis, dass im Twitter auf entsprechenden Kanälen, die jetzt nicht ganz lächerlich sind, also das ist jetzt nicht irgendjemand, der keinerlei Hintergrundwissen hat etc., dass dort behauptet wird, dass die russische Eisenbahn de facto vor dem Kollaps stünde. Und hier reden wir davon, sollte das auch nur im Ansatz stimmen, wäre dies eine noch größere Katastrophe, an die wir noch überhaupt nicht gedacht haben. Denn wie, wenn Sie den Kanal hier länger verfolgen, dann wissen Sie, wie ich immer wieder betone, wie wichtig die russische Eisenbahn für die russische Logistik ist. Ohne die Eisenbahn geht nichts im russischen Militär und geht auch nichts in, in der russischen Wirtschaft. Sollte das auch nur im Ansatz stimmen, wäre das äh, die Apokalypse, muss man wohl fast sagen, für Russland. Aber, wie Sie hören, ich sage es sollte und nicht, das ist so. Ich habe keine Ahnung davon. Es kann wieder mal, und auch hier bitte achten Sie auf meine Wortwahl, es kann wieder mal eine Betonung dessen sein, äh, wieder mal ein, ein, äh, eine Nachricht sein, die völlig übertrieben ist und völlig ohne Fundament ist, etc, wie sie alle erinnern sich an den großen Konvoi vor Kiew und da wurde dann erklärt, den sei der Benzin ist Benzin ausgegangen, der Treibstoff ausgegangen, dann sind alle alle, ähm, alle Batterien leer, weil die ihre Funkgeräte angelassen haben. Das heißt, die können nicht mal mehr wieder gestartet werden, so im Sinne von und, ach ja und die Reifen waren sowieso alle überlagert und schrott und geplatzt. Das heißt, im Prinzip würde der Konvoi noch die nächsten drei Jahre dort stehen und äh, zwei Wochen später war er dann plötzlich verschwunden. Zu dem Zeitpunkt tauchte dann auf, den Russen geht in drei Tagen die Munition aus. Auch das wurde herumgetrieben. Sie ging ihnen aber nie aus. Seit zwei, drei Wochen hören wir, die Russen werden keine Winterkleidung haben. Auch da betone ich immer wieder, möglich, aber warten wir ab bis es soweit ist. Und hier ebenfalls möchte ich wieder darauf hinweisen, ich will Ihnen, wenn ich das lese und das hätte eine unfassbare Bedeutung, sollte das stimmen, das werde ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich es nicht überprüfen kann. Aber ich versuche, so wie bei den anderen Dingen, wo ich weit davon entfernt bin, die als Fakten anzuerkennen und zu erkennen, versuche ich das Ganze für Sie in einen Kontext zu setzen. Wir werden es sehen. Sollte es dazu kommen, wissen Sie es. Früher als vielleicht viele andere, dass dies eine Möglichkeit ist. Das kann aber auch kompletter Unsinn sein und die russische Eisenbahn wird die nächsten paar Jahre fließend weiterlaufen, weil die Russen entweder die, die Kugellager woanders kaufen können, weil sie sie selber herstellen können, umstellen können, was auch immer, wie auch immer. Das kann ich schlicht nicht beurteilen. Also hier tatsächlich zumindest die Drohung wird geäußert, dass die russische Eisenbahn kurz vorm Kollaps steht. Wenn das stimmen würde, dann, wie gesagt, das, das überschattet fast alle anderen Meldungen, die wir haben, wenn das nur im Ansatz stimmt. Denn jeder weiß, der dem, der militärische Konflikte verfolgt und auch diesen, wie unfassbar wichtig Logistik ist, Logistik ist. Und in diesem Kontext hier würde das also bedeuten, dass die russische Logistik vor einem Zusammenbruch steht. Und das wäre nicht zu überschätzen zu, und nicht zu überbewerten. Gut, wie Sie sehen, mein kleiner Freund läuft hier herum und ähm, Sabotiert aber nicht zu so sehr. Von daher können wir jetzt zur Frontentwicklung kommen. Und da ist es überraschend relativ ruhig. Also, das alles muss im Kontext gesehen werden. Wir haben Artillerieduelle entlang der gesamten Frontlinie. Wir haben Artilleriefeuer auch entlang der russischen Grenze weiter nördlich, wo keine Bodengefechte stattfinden, wo die Grenze. Ähm, wo die Truppen jeweils an der internationalen Grenze stehen. Auch dort gibt es immer wieder Artilleriefeuer. Ähm, wir können davon ausgehen, dass dort, wo ich nicht von expliziten Gefechten gehört habe, zumindest hier und dort mal von einem Aufklärungsvorstoß, dass einer stattfindet, dass hier und dort mal kleinere Vorstöße stattfinden, um die gegnerischen Truppen zu binden oder ähnliche Sachen. Aber was große Offensiven angeht, passiert tatsächlich relativ wenig gerade. Wir haben, die, wir haben Bestätigung, dass die Russen tatsächlich westlich von Krimina weiter angreifen. Die Ukrainer sagen, sie haben Angriffe abgewehrt auf... Novo Sadove, Terni und Torske. Nun haben wir auch die Bestätigung, dass die Russen in Richtung Torske angreifen. Ich kann jeweils nicht bestätigen, ob sie den Ortsrand erreicht haben oder irgendwie zwei Kilometer weiter östlich davon gestoppt wurden. Aber auf jeden Fall bestätigen die Ukrainer, dass die Russen in diese Richtung hier äh, drücken, um um eben dieses Gebiet zu erobern und daher einen Puffer vor Krimina aufzubauen. Die Russen selber reden davon, dass die Ukrainer eine große Offensive vorbereiten, um Svatove und Krimina zu nehmen. Äh, die Entwicklung hier im Norden scheint sich nicht viel getan zu haben, aber wie gesagt, das russische, pro-russische Telegramm ist voll von Vorbereitungen der Ukrainer, aber bislang sehen wir zumindest noch nicht wirklich viel und selbst die Eroberungen von kleinen Ortschaften, die ich in den letzten Lageberichten noch hatte, dass ich ihnen sage, das ist jetzt erobert worden und das, selbst dort habe ich relativ wenig aus den letzten Tagen. Also die Front scheint hier, die, die Ukrainer scheinen wieder eine Pause zu machen. Südlich davon haben wir. Ab, sü ab südlich von Spirne, wo es eigentlich immer ist, das übliche fortlaufende russische Angriffe. Auch hier wieder, Sie hatten, erinnern sich daran, ich hatte darauf hingewiesen, dass der ukrainische Generalstab erklärt hatte, sie hätten teilweise den Befehl bekommen, ihre Angriffe einzustellen. Und ich habe das damals in den Kontext gesetzt und habe gesagt, mit, die Nachricht gibt es, aber wir sollten sehr vorsichtig sein. Und ich sehe keinen Beleg, dass der ukrainische Generalstab hier recht hatte. Wie ich, wie ich sie darauf vorbereitet hatte, denn wir haben, ich, ich habe noch nicht mal die ganzen Namen rausgeschrieben. Die, an, die gemeldeten Angriffe auf ukrainische Ortschaften waren so groß, dass wir, wenn wir hier nicht ein Spiel machen, wie, wie weit kann ich ukrainische Ortsnamen falsch aussprechen, gibt es wenig Sinn, ihnen 20 verschiedene Ortschaften zu nennen. Aber de facto südlich von Spirne bis eigentlich in etwa Piski. Ich habe von Marinka jetzt dieses Mal keine Angriffe, aber entlang der gesamten Linie haben wir mehr oder weniger überall russische Angriffe und fast überall das gleiche Ergebnis, nämlich nichts. Laut ukrainischen Angaben wehren sie alle Angriffe mehr oder weniger ab mit etwas Einschränkungen. Und zwar, wir wissen, dass in Optüne noch gekämpft wird. Iwangrad habe ich nichts mehr. Dieses Mal erstmals bestätigen nun die Ukrainer, dass tatsächlich sie einen Angriff auf Bakhmut selbst ab abgewehrt haben. Zumindest ist es das, das erste Mal, an das ich mich erinnere. Sie erinnern sich, dass die Russen bereits seit zwei oder drei Wochen behauptet haben, sie wären hier östlich bereits in Bagmut eingedrungen. Ich habe dafür keinerlei Belege gefunden und die Ukrainer hatten auch selber, soweit ich mich erinnern kann, nichts darüber gesprochen. Nun sagen sie, sie haben einen Angriff auf Bagmut abgewehrt. Das heißt jetzt, dass wahrscheinlich in diese Richtung hier angegriffen wurde in Richtung Bagmut. Ob die Russen am Stadtrand in ein paar Häuserzeilen sitzen oder nicht kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, aber sie versuchten nun wohl tatsächlich in die Stadt selbst einzudringen und zumindest laut ukrainischer Seite war das erfolglos. Hier in der Gegend habe ich keine Berichte von territorialen Veränderungen, allerdings haben sie dieses Mal in dem, wie ich es immer so gerne nenne, den Halbmond um AfDivka herum, da waren sie nun wohl tatsächlich etwas erfolgreich. Ich habe Berichte von neuen kleinen äh, Geländegewinnen in Richtung Nevelskap. Und auch nördlich von Avdivka muss, muss irgendwo in dieser Richtung, müssen sie etwas am Boden gut gewonnen haben. Also wieder kleine Geländegewinne der Russen, alles nicht in einer Größenordnung, die irgendwie bedeutend wäre. Aber langsam, aber sicher fressen sie sich auch an dieser Front hier vor, so wie sie es eben auch in Richtung Bakhmut tun, seit Monaten, muss man sagen. Also der Vorstoß ist wirklich unfassbar langsam, aber er findet statt. Das war es so ziemlich, was wir hier an der Ostfront haben. Von der Südfront haben wir nun ein paar interessante Nachrichten. Und zwar weiterhin keine Meldungen, keine neuen Meldungen über Angriffe. Aber nun eine Menge Nachrichten, und zwar in einer Dichte, die ich vorher noch nie gehört habe, was die ukrainischen Angriffe im Hinterland angeht. Hier reden wir von Angriffen auf die Verbindungslinien, auf Lager, auf Kommandostrukturen, auf Truppenkonzentrationen, auf ähm, militärische Einrichtungen, jeder Art, was weiß ich, Gebäude, die als Kasernen genutzt werden. Immer wieder mal werden die Flughafen, im Besonderen der in Melitopol wird angegriffen, etc. Und das alles in einer Dichte, zum Teil wohl mit konventioneller Artillerie, zum Teil mit Excalibur- 155 mm Smart-Munition, die Reich, Reichweiten gesteigert ist, zum Teil wohl mit Heimars. Das könnte sein. Wie gesagt, sehr vorsichtig will ich hier sein, aber die, die, die Intensität des Artilleriefeuers könnte ein Hinweis darauf sein, dass die ukrainische Gegenoffensive hier in Richtung Süden, Asowsches Meer, in Kürze anfangen könnte. Wie gesagt, ich versuche das so vorsichtig wie möglich zu sagen. Wir, Sie wissen, wenn Sie länger zuschauen, dass die Russen seit Wochen davon reden, dass ukrainische Truppenkonzentrationen im Süden stattfinden würden, dass die Ukrainer Offensivvorbereitungen tätigen. Hier war explizit genanntes Räumen von eigenen Minenfeldern. Man räumt eigene Minenfelder nur, wenn man in diese Richtung, in der die Minenfelder liegen, vorstoßen will. Äh, ansonsten lässt man die Minen liegen. All das waren Berichte über Vorstöße. Wir haben eine ganze Reihe jetzt von kleineren Angriffen gehört, bei Orikiv und hier im Norden, ähm, auch bei, bei, bei Vuleda nicht, aber ich glaube, bei in, hier in Richtung ähm, Velika, Novosilka, dass die Ukrainer dort angegriffen haben. Das können Aufklärungsvorstöße gewesen sein, Das kann also eine Art Abklopfen der Front gewesen sein. All das könnte nun, Hulia Pole genau, dort waren vor allem viele, viele Angriffe. All das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir in Kürze eine dritte ukrainische Offensive sehen. Aber wie gesagt, vielleicht wird auch gar nichts draus und nur die, das zuständige Kommando hier hat mal mehr gemeldet als sonst. Oder sie haben mehr Artillerie erhalten und hatten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, sie haben jetzt natürlich auch ein bisschen mehr zu beschießen, weil sehr viel Verkehr nun über die Landbrücke hier läuft. Weil die Kerchbrücke aktuell ausgeschaltet ist mehr oder weniger also das könnte auch damit zusammen sein vielleicht interpretiere ich hier falsch aber wie gesagt ich biete Ihnen ja hier jetzt die Alternativerklärung an für den Fall dass ich dass wir keine Offensive sehen könnte es einfach damit zu erklären sein dass vielleicht mehr auf diesen Straßen hier gerade los ist ähm, wenn wir ansonsten bei Cherson haben wir nun die üblichen Nachrichten von Angriffen auf Verbindungslinien, Logistik, Kommandostrukturen, Truppenkonzentrationen äh, auf Fähren, auf, auf Lastkähne, auf Pontonbrücken. Wir wissen hier am Inhuletz bei. Dut der Arinka, Darivka der ist eine sehr wichtige Pontonbrücke, die von den Ukrainern immer wieder zerstört wird. Es gibt mehrere Br Flussübergänge, wo die, wo die Russen versuchen, eben mit Fähren oder teilweise mit Pontonbrücken den Dnepr zu überqueren. Äh, überall dort weiter unter Feuer, das ist alles nichts Neues. Aus dem Norden haben wir eine interessante Nachricht, und zwar die Russen berichten seit Tagen davon, dass die Ukrainer eine Generaloffensive durchführen. Und zwar wird gesagt, zwischen Suki-Stavok. Und Dutschani. Also hier entlang praktisch der gesamten nördlichen Frontlinie würden schwere ukrainische Angriffe stattfinden. Es wird von mechanisierten Operationen gesprochen, mit signifikanter Stärke, massivem Artilleriefeuer. Aber die Russen wehren alles ab und zum Teil wird natürlich erklärt, die Verluste der Ukrainer seien horrend. Von ukrainischer Seite hören wir praktisch nichts. Uh, während wir an anderen Stellen relativ großzügige Informationsquellen uh, haben, ist das Kommando, das hier in Herson verantwortlich ist, seit Beginn der Offensive hält es die Lippen weitestgehend geschlossen. Hier, nachdem ein größerer Erfolg war, wurde mal ein bisschen mehr bekannt gegeben. Ansonsten waren die meisten Informationen, die wir hatten, kamen so von, von Politikern aus der Region oder von Soldaten, die per Handy gefilmt hatten, wie irgendwo eine Flagge gehisst wurde. Aber das zuständige Kommando gibt relativ wenig Informationen und das ist hier jetzt nicht anders. Das heißt, wir sitzen aktuell vor der Situation, dass entweder findet vielleicht gerade eine ukrainische Großoffensive statt, vielleicht aber auch nicht. Ich kann es tatsächlich nicht abschließend bewerten, weil ich von ukrainischer Seite nichts wirklich Brauchbares gefunden habe, was dort große Angriffe angeht. Und dass die Russen in diesem Fall recht haben, dass die Ukrainer seit Tagen frontal auf breiter Front gegen ihre, ihre Front anrennen. Und wir reden hier nicht von kleineren Vorstößen, sondern laut, laut russischen Meldungen muss das wirklich ein großer Angriff sein. Und dass sie das über Tage machen, obwohl sie keinen Boden gut machen, will ich nicht so recht glauben. Also was da genau ist, muss ich leider sagen. Ich weiß nur, dass die, ich kann Ihnen nur sagen, die Russen melden es, aber von ukrainischer Seite haben wir relativ wenig Informationen. Lässt sie nicht wirklich viel sagen, was da passiert. Was war die im Süden hier, im Süden des Cherson-Brückenkopfes? Ähm, haben wir keine wirklichen Meldungen über Gefechte. Wir hatten Berichte der Russen, dass die Ukrainer hier Truppen zusammenziehen und Konzentrationen durchführen. Aber wenn sie von dort einen Vorstoß auf Cherson statt Planen, dann ist der zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wohl noch nicht erfolgt. Das war's, was die Entwicklung an der Front angeht. Wie gesagt, gar nicht mal so viel Bewegung, die wir hier hatten. Die ukrainische Seite kann man ziemlich sicher sagen, hat weiter klar die. die Ziemlich sicher, klar, passt nicht so ganz zusammen. Aber die, ich würde sagen, die ukrainische Seite hat klar weiter die strategische Initiative. Das ändert aber nichts daran, dass die Russen zu lokalen Gegenangriffen in der Lage sind, bei denen sie auch Territorium gewinnen. Wir sehen das hier westlich von Krimina und wir sehen das im Donbass, äh, im Besonderen in der Nähe von Bakhmut und bei Donetsk Stadt. Aber im Großen und Ganzen die Initiative liegt weiter auf der ukrainischen Seite und wir werden sehen, ob hier bald eine dritte Offensive kommt. Wenn ich, ähm, es war's so im Großen und Ganzen, was ich an Informationen habe. Wir kommen weiter zur Mobilmachung. Und an dieser Stelle will ich auch darauf hinweisen, wenn Sie den Kanal, wenn Ihnen das soweit gefällt, dann abonnieren Sie den Kanal doch bitte. Möchte ich Sie einladen zu abonnieren. Sie können den Kanal auch unterstützen, wenn Sie den Ihnen Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Vergessen Sie, wenn Sie abonnieren, bitte nicht die Glocke. Und unterstützen können Sie den Kanal natürlich auch, indem Sie den Daumen hoch drücken und Kommentare abgeben, im Besonderen anschließend dann im Wort, was Sie glauben, wie die Entwicklung ist und was, Sie, was ich Ihnen jetzt an Informationen über die Mobilmachung Mobilmachung sagen werde etc. Natürlich können Sie auch monetär unterstützen, aber das wissen Sie. Die Möglichkeiten sind in der Beschreibung. Das muss ich Sie nicht extra darauf hinweisen. Ähm, die Mobilmachung haben wir ein paar Informationen. Oberstleutnant Roman Maljuk, der war wohl für die Mobilmachung zuständig. Der ist tot aufgefunden worden. Äh, aktuell wird seine Todesursache untersucht und Selbstmord wird nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht die wievielte Nummer der wievielte Selbstmord wäre das in diesem Konflikt bislang auf russischer Seite. Wenn Sie nicht aus dem Fenster fallen, begehen Sie Selbstmord. Ähm, heißt nicht, dass er nicht wegen des Ergebnisses frustriert war und depressiv war und Selbstmord begangen hat, nur interessant mal wieder jemand, der plötzlich unerwartet stirbt auf der russischen Seite in einer bedeutenden Position. Der Bürgermeister von Moskau hat nun erklärt, die Mobilmachung in Moskau sei abgeschlossen. Alle Rekrutierungszentren werden geschlossen und nicht bereits durchgeführte Mobilmachung werden nicht, sei nicht mehr gültig. Also wer irgendwie einberufen ist, aber das sei noch nicht durchgeführt, so verstehe ich das, der werde nun nicht mehr eingezogen. Ähm, dabei ist es extrem unwahrscheinlich, dass das stimmt. Dass tatsächlich niemand in Moskau mehr eingezogen wird. Es gab vorher Gerüchte, dass teilweise die Leute auf der Straße eingefangen werden, um sie zu mobil zu machen. Und ich bin in der Vergangenheit immer wieder darauf eingegangen, dass die Russland-Experten, die allermeisten, sind sich eigentlich darin einig, dass es für die russische Elite, fürs russische Selbstverständnis derer, die zu entscheiden haben, gibt es lediglich zwei Orte von Russland, die überhaupt irgendeine Bedeutung haben. Und das sind Moskau und St. Petersburg. Der Rest ist, ist irrelevant. In Augen der Entscheider. Und wir können das möglicherweise so lesen, dass der Unmut, der in Moskau Stadt, in der Stadt entstanden ist, durch die Mobilmachung eine Größenordnung erreicht hat, dass die dass der Bürgermeister nun glaubt, Gegenmittel äh, ergreifen zu müssen, um die, den Unmut gering zu halten, der in der Stadt. Passiert und äh, dass aber die Mobilmachung deswegen in der Stadt stoppt, die ja, glaube ich, was hat die nicht? 12 Millionen Einwohner oder sowas, das ist eine richtig große Stadt, dass dort keinerlei Mobilmachung mehr stattfinden wird, dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein. Dazu gab es zuvor äh, Berichte auch und das könnte auch in dem Zusammenhang sein, nämlich es gab zuvor die Berichte, es gab eine Todesanzeige der Stadt für einen Mitarbeiter, der wenige Tage zuvor. Äh, im Rahmen der Mobilmachung eingezogen wurde und nun bereits in der Ukraine gefallen ist. Und angeblich hat dies zu einer Massenflucht von männlichen Mitarbeitern der Stadt geführt, die also gemerkt haben, oh je, für die Stadt zu arbeiten rettet mich nicht, ich setze mich ab. Und noch ist es wohl so, dass die allermeisten, dass die allermeisten russischen äh, Mobilgemachten müssen wohl den Befehl persönlich erhalten. Und da gibt es dann eben Tipps, wenn man sich irgendwie zwei Wochen auf der eigenen Datscha versteckt, dann könnte man so der Mobilmachung entgehen und ähnliches. Und dann läge es natürlich nahe, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Fersengeld geben, um ihr eigenes Leben zu retten. Und zumal die dort wahrscheinlich ziemlich gut verdienen und sich daher auch dann noch Datschen leisten können etc. Und wenn dies stimmen sollte, Konjunktiv ganz bewusst hier gewählt. Wenn die stimmen sollte, würde das natürlich die Handlungsfähigkeit der Stadt einschränken. Und das wäre dann ein weiterer Erklärungssatz, warum, Ansatz, warum der Bürgermeister eigenmächtig die Mobilmachung für beendet erklären würde. Denn dazu ist er, ist er von seinen Kompetenzen her überhaupt nicht in der Lage, dies überhaupt zu tun, äh, um, um die Mobilmachung in Moskau einzu. Zu Aber wenn er auf diese Art und Weise natürlich die Handlungsfähigkeit der Stadt erhält, dann wäre das zumindest ein Erklärungsansatz. Ähm, dazu, darüber hinaus haben wir weitere Hinweise darauf, dass es Probleme bei der Finanzierung gibt. Und zwar, ich habe in der Vergangenheit hier auf dem Kanal davon berichtet, dass die, die Lage die ist, dass die russische Regierung gesagt hat, die Provinzen müssen für die Mobilisierten bezahlen. Und dabei kam es eben zu massiven, massiven Diskrepanzen. Moskau stadt zum Beispiel hat seinen mobilisierten Ausrüstung gekauft, um die gut auszustatten. Andere Provinzen hatten offensichtlich nicht das Geld und dementsprechend war davon auszugehen, dass diese dann schlecht ausgestattet sind. Und nun haben wir sogar Informationen, dass die mobilgemachten zum Teil noch nicht einmal Sold, überhaupt keinen Sold erhalten. Zum Teil erhalten sie ihn deutlich verspätet, weil den Provinzen das Geld fehlt. Wieso das so ist, da lässt sich dann wieder streiten, je nachdem, wie Sie die Lage sehen. Wenn Sie glauben, die Sanktionen wirken richtig gut und die russische Regierung kommt in Bedrängnis, dann wäre das zumindest ein Erklärungsansatz, warum die russische Regierung das nicht aus ihrem, ihrem Bundesbudget bezahlt, aus dem Staatshaushalt, sondern die Bezahlung der Mobilmachung den Provinzen überträgt. Das zumindest wäre ein Erklärungsansatz. Aber wie gesagt, auch das ist nicht wirklich mein, mein Fachgebiet. Ich liefere Ihnen nur einen theoretischen Denkansatz, wie Sie sich's erklären können. Die Partei Gerechtes Russland, das ist eine, eine, wird genannt eine, eine Oppositionspartei, die geplant sei, die sozusagen äh, vom Kreml gegründet wurde, um die Opposition zu konzentrieren und unter Kontrolle zu halten. Seit 2014 nähert sie sich jedoch zunehmend der Regierungslinie an. Und die Partei Gerechtes Russland hat nun einen Gesetzesentwurf in die Duma eingebracht, in dem sie die Mobilmachung von Parlamentariern erlaubt, und gleichzeitig alle bewaffneten Kräfte der Regierung für einen Kriegseinsatz freigibt. Und das muss man sich so verstehen, dass damit jetzt dann auch Rosquadia, FSB aber auch diverse bewaffnete Kräfte von Ministerien in den Kriegseinsatz geschickt werden können. Und bewaffnete Kräfte von Ministerien, wir haben zum Beispiel in Deutschland gibt es ja den Zoll und dann äh, hat äh, Bundespolizei und äh, Innenministerium, so verschiedene Instanzen. Ähm, in, in Russland haben, hat dann der FSB, hat eigene Spezialkräfte, die die äh, Kommandotruppen de facto sind, das Finanzministerium hat die, verschiedene russische Ministerien haben bewaffnete Kräfte. Zum Teil sind es wohl Wachen so eine Art Hilfspolizei oder Spezia Polizei mit speziellen Aufgaben, also nicht unbedingt Spezialkräfte. Zum Teil sind es richtig Komma auf dem Niveau von Kommandosoldaten äh, sind die und dieser Gesetzentwurf würde all diese bewaffneten Kraft Kräfte freigeben sozusagen der Regierung die die legale Grundlage schaffen, um diese Kräfte an die Front in die Ukraine zu schicken und interessant ist der Fakt, dass sie Parlamentarier freigeben würde, zur Mobilmachung und das würde natürlich bedeuten, dass sie auf diese Art und Weise der Regierung in die Hand geben würde, jede parlamentarische Opposition auszuschalten. Das heißt, wenn der Zeitpunkt kommt, dass die bislang eigentlich wie eine Einheitspartei abstimmende Duma doch Opposition sieht, dass dort die, die, die Parlamentarier zu dem Punkt an, angelangen, wo sie sagen, so geht es nicht weiter, wir müssen nun in, in der Duma dagegen vorgehen. Da, wenn dieses Gesetz durchkommt, wäre dann der Moment gekommen, an dem die russische Regierung einfach diese Parlamentarier an die Front schicken könnte und damit die Opposition im Parlament einfach dem Parlament entfernen könnte. Also das ist. ist ein sehr innovativer Ansatz, um eine geschlossene Ansicht im Parlament sicherzustellen, indem man einfach ermöglicht, die die Parlamentarier, die nicht zustimmen, an die Front zu schicken. Und damit kann man natürlich einerseits die Problematischen loswerden und zum anderen natürlich Druck ausüben, denn das ist eine Drohung, die eigentlich jeder versteht. Also wenn ich nicht brav alles abnicke, dann schicken die mich in die Ukraine, ohne irgendwelche Ausbildung, um dort zu sterben. Das sollte die, die Loyalität der Abgeordneten eigentlich sichern haben wir? Die große Nachricht ist, die wir hier haben. Ne, das ist es nicht. Äh, das war's. Und zwar, das ist das russische BBC, also BBC auf Russisch. Und ich habe es hier mit Google auf Englisch hin übersetzt, auch für die, das englische Video hierzu. Und das ist so: da Es gab, ähm, die BBC berichtet, dass es am 15. Oktober auf einem Trainingsgelände in Belgorod, also hier oben, ja, gab es ein ein Feuerkampf zwischen russischen Mobilisierten, wobei elf dieser Soldaten starben und 15 verletzt wurden. Das russische Verteidigungsministerium hat daraufhin gesagt, es seien Terroristen gewesen, die von einem GUS-Staat, also Gemeinschaft unabhängiger Staaten kamen und die hätten dort eben als Terroristen agiert. Inzwischen sind, gibt es weitere Informationen und zwar es heißt, dass Dagestani, Aseri, und zirkassische Mobilisierte sich gegenüber ihrem Kommandeur beschwert hätten, dass der Krieg in der Ukraine nicht ihr Krieg sei. Und hier will ich nur auf die Videos hinweisen, die ich bereits gemacht habe, wo ich die hier bereits auf dem Kanal sind, im Besonderen das, was die Zukunft Russlands angeht und auch die, die Probleme zur Mobil Mobilmachung etc., wo ich gesagt habe, der Fokus auf die nationalen Minderheiten. Und genau das, was hier jetzt gesagt wurde, habe ich da bereits ähm, vorhergesagt, dass die Minderheiten erkennen, dass der Krieg nicht, eigentlich nicht ihre Sache ist, weil sie tausende Kilometer von dem weg sind und sich daher fragen, warum sie in einen solchen Krieg ziehen sollen, erst recht in dem Moment, wo sie einsehen, dass sie das Kanonenfutter für die russisch-ethnische Mehrheit sind, um diese eben zu schonen. Und hier muss es tatsächlich dazu gekommen sein. Und wichtig dabei ist, wenn ich richtig informiert bin, sind die Zirkassen ebenfalls Muslime. Auf jeden Fall soll der Kommandeur daraufhin erklärt haben, dass sei ein Heiliger Krieg, an dem sie teilhaben sollen. Und darauf, dann, dann soll er gesagt haben, Allah sei ein Feigling. Äh, daraufhin sei das Gefecht ausgebrochen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen auf dem Übungsgelände. Und ähm, an anderer Stelle habe ich gelesen, es seien drei Tadschiken gewesen, also tadschikische Staatsbürger. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass die russische Regierung generell gerne Zentralasiaten ins russische Militär geholt hat und das auch jetzt nochmal erleichtert hat, um ihm... Wieder das eigene Personal, die eigenen Staatsbürger zu schonen und Ausländer für sich kämpfen zu lassen. Und dies seien nun ta drei Tadschiken gewesen. Die hätten daraufhin die anderen Muslime aufgefordert, sozusagen beiseite zu gehen. Und dann hätten sie das Feuer eröffnet, den Kommandeur getötet, sowie zahlreiche andere Soldaten, sowohl Zeitsoldaten als auch mobilisierte, getötet. Im Ganzen eben, wie gesagt, mindestens elf Tote und 15 Verletzte, möglicherweise auch noch mehr. Und ähm, dieses Ereignis hat unter Nationalisten zur Aufforderung geführt, dass Visabeschränkungen für Zentralasien eingeführt werden und den Wagner Channels, hier sehen Sie Greyzone, das ist einer der großen Telegram-Kanäle von Wagner, hat es dazu geführt, dass man eben von einer, einem stillen Bürgerkrieg spricht, wonach die russische Regierung die Migration aus Zentralasien und die langfristigen Auswirkungen derselben ignorieren würden und nicht adäquat adressieren würden. Erlauben Sie mir hier ein wenig Polemik. Ähm, Sie wissen, dass der rechte Flügel der deutschen Putin-Unterstützer. In Putin gerne ein Heiland sieht, der, der gegen den Vokismus gegen die Woken ankämpft, aber auch gegen die, wie es in diesen Zirkeln heißt, die Überfremdung sozusagen. Er sei einmal der, der Europa vor so etwas retten könne. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn wir aus, wenn, wenn die Deutschen die deutschen rechten Putin-Unterstützer in Putin in Heiland sehen, weil er gegen die Überfremdung wäre und Deutschland vor der Überfremdung schützen könne. Und gleichzeitig sehen wir die rechten russischen, die rechten russischen Putin-Unterstützer, die werfen de facto, wie wir es hier sehen können, Putin eine Überfremdung Russlands vor. Ich, ich fand diese, diesen Kontrast aus beiden Seiten, dass die, die äh, wieder, mal, wieder mal sehr interessant und, und an Ironie nicht zu über, überschreiten. Wir haben das vorher gesehen, zum Beispiel, dass äh, RT die Skepsis gegen die Covid-Impfung im deutschsprachigen Raum gefördert hat, während Putin selbst gleichzeitig, ich glaube, Impfkritiker als Geisteskrank oder ähnliches bezeichnet hat. Also auch hier wieder die Diskrepanz zwischen beiden Seiten fand ich hier sehr interessant, ohne jetzt persönlich diesbezüglich Position beziehen zu wollen, denn wie Sie wissen, versuche ich das im Ganzen hier im Rahmen des mir möglichen unpolitisch zu halten, weil ich es nicht als meine Aufgabe sehe, sie als Zuschauer mit meinen persönlichen Ansichten zu sehr zu belästigen. Zumindest bemühe ich mich darum, das geht nicht immer, denn wie gesagt, äh, manches rutscht hervor, manches ist im Kontext auch notwendig, wenn irgendwie über, über Wehrpflicht oder ähnliches gesprochen wird, dann muss ich irgendwo dazu vielleicht eine Ansicht sagen und die ist letztendlich politisch. Aber was über den direkten Zusammenhang mit dem Kanal hinausgeht, versuche ich mich zurückzuhalten. Und ähm, Sie wissen, ich kritisiere die rechten Unterstützer Putins genauso wie die Linken. Also das ist hier jetzt nicht ein Angriff gegen, gegen das rechte Spektrum an sich. Das darf so nicht, nicht, muss so nicht falsch verstanden werden, aber die Ironie de dessen ähm, ist mir aufgefallen und fand ich doch durchaus bemerkenswert. Darüber hinaus haben wir noch Positionen als letzte Nachricht, was die Mobilmachung angeht, dass ein Teil der Mobilisierten eher in ausgewürfelten Positionen eingesetzt werden müssen. So muss es eigentlich verstanden werden. Es ergibt keinerlei Sinn, was die Position angeht. So habe ich das Beispiel gefunden eines Offiziers der rosquadia Spetsnaz. Also, Spetsnaz sind Spezialtruppen. Und Rosquadia ist die Nationalgarde, aber die sind so halbwegs für. Die sollten mehr oder weniger normale soldatische Ausbildung haben. Die sind jetzt nicht unbedingt gedacht, um frontal auf, auf Feindkräfte mit Panzern vorzustürmen, aber die sollten eine solide, gute Ausbildung haben als Infanterist im Prinzip. Als Spitznerz Spitzner davon sind die wahrscheinlich so im Kampf gegen Terroristen ausgebildet, aber das könnte man wahrscheinlich vergleichen mit etwas wie dem GSG-9. Also eine Spezialkraft infanteristischen Kampfes, wenn man so will. Und da ist ein Offizier dieser Leute ist nun ernannt worden zum Kommandeur eines Panzerbataillons. Jetzt erklären Sie mir mal bitte, was ein GSG-9-Mann als Kommandeur eines Panzerbataillons macht. Ich meine, er kann Befehle geben, er kennt Dienstgrade. Aber was hat der für eine Ahnung vom Panzerkampf? Und so gibt es zahlreiche Beispiele, was die Mobilmachung angeht, wo immer noch völliges Chaos herrscht. Ein anderes Beispiel war zum Beispiel, dass ein Artilleriespezialist als Infanterist zur motorisierten Infanterie besetzt wurde. Auch hier wieder ein Beispiel, welches Chaos dort zum in Teilen eben stattfindet, dass, ähm, wo wir hier die Entwicklung sehen, die, die überaus seltsam ist. Ähm, wenn wir zum Politischen kommen, zum politischen in Infighting, was wir haben, da haben wir jetzt nun die Nachricht von Semyon Pegov von Wargonzo. Sie erinnern sich, in der letzten Ausgabe habe ich davon gesprochen, dass die, die Millblogger in, in, in Russland eben erklären, im Besonderen Semyon Pegov von Wargonso, der, den ich auch relativ früh hier auf dem Kanal immer wieder mal gezeigt hatte, äh, der hat erklärt, dass das Militär de facto die Millblogger ausschalten will, um das Zusammenzufassen. Und zwar über die Gesetzgebung, die ihnen bis zu 15 Jahre Haft drohen, wenn sie das Militär diskreditieren, etc. Denn die Millblocker waren diejenigen, die das Militär immer wieder angegriffen haben, jede militärische Fehlentscheidung herausgestellt haben. Und das eben nicht aus Sicht der Pazifisten, sondern aus Sicht der Ultranationalisten, sozusagen im Sinne von ihr versaut gerade unseren Krieg, den wir eigentlich gewinnen sollten. Und entscheidend dabei war auch, dass die Millblocker gleichzeitig Prigochien bejubeln der hier eine Rolle spielt als der Finanzier und Gründer von der Wagner-Söldner. Und er baut sich als Gegengewicht zum Verteidigungsministerium auf. Dazu aber noch gleich. Aber nun hat eben Simeon Pegow erklärt, die Histlisten des Militärs seien abgeschafft worden wegen der PR-Kampagne, so könnte man es umschreiben, der Militärblogger. Denn die haben dann alle sich empört darüber geäußert, dass Gerassimow angeblich einen Befehl unterschrieben hat, der eben Strafverfolgung und und Untersuchung des Stadt der, der Zensurbehörde etc gegen all die Milblogger einführen sollte, um diese de facto zum Schweigen zu bringen oder dazu zumindest dazu zu bringen, nur noch pro Militär zu beurteilen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, diese Leute haben zusammen, wenn man sie addiert und davon ausgehen würde, dass jedes ein einzelner Nutzer wäre, haben sie wahrscheinlich mindestens fünf Millionen, eine Reichweite von mindestens fünf, eher zehn Millionen, je nach Größe, äh, russisch, sprechender, zu, zu, äh, russisch sprechender Leser. Also die haben eine durchaus große Reichweite, diese Millblogger. Und sie haben zweimal, bereits mindestens zweimal sind mir bekannt, von Treffen der Mailblogger mit Putin selbst. So dass davon auszugehen sein sollte, dass ein direkter Draht zu Putin besteht, halt über irgendeinen Mitarbeiter oder ähnliches. Und da ist nun wohl durch diese Kampagne, wäre zumindest meine Vermutung, dass möglicherweise Putin interveniert hat, um das Militär davon abzuhalten, gegen die Milblogger vorzugehen. Und wenn die stimmen sollte, würde er langsam Position in diesem Machtkampf bestehen, Und der besteht weiterhin. So haben wir das Video eines Soldaten der 126. Küstenverteidigungsbrigade, der in Herson kämpft. Die kämpft hier in Herson, wohl im Norden. Und der hatte in einem Video sich beschwert, nicht nur, dass sie seit Kriegsbeginn ohne Pause an der Front seien, was ebenfalls schon wieder fatal ist für die Kampfkraft, sondern er hat auch erwähnt, dass sie nur noch einen BTR, also ein so, ein, so ein, Rad, ein gepanzertes Radfahrzeug für 80 Soldaten hätten. Das sei alles, was sie an Mobilität hätten. Und daraufhin hat Wagner, also Prigogins Truppe, hat öffentlichkeitswirksam der Brigade 4... Geländefahrzeuge übergeben, damit diese ihre Mobilität erhöht. Und daraufhin kam dann auch ein Video, was dann wieder in den Wagner-Telegram-Kanälen geteilt wurde, wo sich die Brigade dafür bedankt, Soldaten der Brigade, dass ihnen Wagner geholfen habe. Und Prigoshin hat nun jetzt auch wieder das Verteidigungsministerium kritisiert, und eben für die, weil es nicht für die anständige Ausrüstung der Soldaten sorgen würde. Und er selber hat betont, er kaufe von seinem Geld kaufe er alles für die Wagner-Leute, damit die anständig ausgerüstet sein und er erhalte keine Unterstützung des Verteidigungsministeriums. Er bringt sich also hier massiv in Opposition mit dem Verteidigungsministerium, weist dabei die Milblogger hinter sich, weiß dabei Kadyrov hinter sich und ähm, es wird seit einiger Zeit vermutet und es war auch von den Milbloggern schon vor Wochen in Gespräch gebracht worden, dass er Scheugo ersetzen sollte. Denkbar ist allerdings die, die Art und Weise, wie er sich prominent nun aufstellt, ist. Ist nicht undenkbar, dass er irgendwann zu einer Bedrohung von Putin erkannt werden kann und was dann mit ihm persönlich passieren wird, sollte Putin Prigoschin als, als Bedrohung seiner Position sehen. Das dürfte zumindest spannend werden für die Betrachter. Kommen wir nun noch zur, zur Unterstützung. Was wir, die wir aus der Ukraine, die der Ukraine haben, wir haben hier jetzt ein Beispiel eines Einsatzes von ähm, Mal schauen, ob das nicht zu laut ist. könnte zu laut sein. Ich es mal ein bisschen leiser. Hier haben wir den Einsatz gesehen von äh, RM70, die im Einsatz sind. Das sind ähm, russische. Ähm, das sind äh, ist de facto eine BM-21. Das sind tschechische Raketenwerfer, Mehrfachraketenwerfer, die wir hier sehen, auf Rad gestützt. Das ist de facto das identische System der BM-21 Grad, die auf beiden Seiten im Einsatz sind. Also relativ kurze Reichweite, so um die 20 Kilometer mehr oder weniger. Aber dieses System ist durchaus ein bisschen besser und moderner, denn während der Werfer mehr oder weniger identisch ist, Sehen wir hier, das, was Sie hier sehen, diese zwei Gestelle, wenn man so will, die sind dafür geeignet, einen kompletten zweiten Satz Raketen zu tragen, sodass das Gerät relativ einfach vor Ort nachgeladen werden kann und relativ zeitnah eine neue Salve abfeuern kann und ähm, ist daher ein moderneres Gerät. Und das ist hier jetzt nun äh, im Video dieses Einsatzes. Ähm, gleichzeitig haben wir. Bilder nun, dass die ersten sechs Marder den Griechen übergeben wurden. Die waren ja bei der Industrie, die hatte ja über 100 Marder die sie den Ukrainern übergeben wollen, aber die Bundesregierung hat das verhindert und hat dann einen Ringtausch ausgehandelt, sodass die modernisierten und vor allem wiederhergestellten, äh, reparierten Marder der Industrie nun den Griechen übergeben werden und Griechenland übergibt dafür BMP-1 den Ukrainern, die im Kampfwert kein Vergleich sind, das muss man klar sagen. Wir haben hier Maschinenkanone, moderne Optiken, äh, wir haben äh, Raketen, äh, Panzerabwehrraketen an Bord und der BMP-1, den die Griechen haben, der dürfte nicht einmal mehr die Funktion haben. Um über Panzerabwehrraketen zu starten. Der hat nur noch die 73 mm Niederdruckkanone, die nicht allzu effektiv ist. Und ein Maschinengewehr, das war es also von der Bewaffnung her absolut ungeeignet für den modernen, für die, die Anforderungen des aktuellen Kampfes. Aber immerhin hat er Panzerung und immerhin können die die Ukrainer damit umgehen, denn sie haben selber jede Menge BMP1 auch noch im, in ihrer Truppe, weil sie auch nichts Besseres haben. Das heißt, sie haben sowohl die Logistik als auch die ausgebildeten Mechaniker, als auch die ausgebildeten Besatzung. Zumindest was die Geschwindigkeit des Einsatzes und die Logistik angeht, daher also eine deutliche Verbesserung in dieser Hinsicht, auch wenn die Kampfkraft merklich geringer ist. Und eine kurz vor der, der, dem Stream noch reingekommene Meldung danke hierbei an ich glaube Tom Tom heißt da ich will, wie heißt der ganze Nick Tom Tom lacht, der mir den noch geschickt hat. Danke an dieser Stelle an den Hinweis, dass nun die NATO erklärt hat, die Ukraine werde anti systeme erhalten in den kommenden Tagen. Allerdings ist es ein, irgendwie ein Artikel, wo ich mich registrieren muss und das habe ich auf die schnelle nicht gemacht, sodass äh, ich wohl, und irgendjemand hat auch gemeint, in dem Artikel steht wohl nichts über das Waffensystem im Detail, nur die NATO wolle nun den Ukrainern auch Antidrohnensysteme zur Verfügung stellen und das wird auch nötig sein, denn die andere Nachricht, die wir haben, ist, dass Russland wahrscheinlich einen Vertrag mit dem Iran abgeschlossen hat über die Lieferung von Arash-2-Drohnen. Äh, die sind wohl ein bisschen vergleichbar mit, den ähm, Shahid 136, aber deutlich größer und haben eine deutlich größere Reichweite von bis zu 1500, 1600 Kilometern. Reichweite wird gesprochen und sie sind. Ähm der Sprengsatz ist möglicherweise ebenfalls merklich größer und zumindest die Iraner behaupten, dass sie eine Fähigkeit haben, Radargeräte zu identifizieren und auf die, diese anzufliegen, sie also sozusagen theoretisch geeignet sein müssten zur Bekämpfung von Radarstellen und damit natürlich die, die ukrainische Flugabwehr und auch die ukrainische Luftraubkontrolle beeinträchtigen und gefährden könnten. Ähm, dazu wird noch berichtet, dass der Iran möglicherweise auch ballistische Raketen erhält. Also wir reden hier vor allem von Kurzstreckenraketen wohl, die der, die der Iran den Russen übergeben solle. Ich glaube, ich habe gesagt, die, die der Iran erhält. Also Russland, die Russland von der Iran ähm, Russland soll vom Iran wohl auch ballistische Raketen erhalten. Wir haben in der Vergangenheit über, die russischen, ist über das russische Inventar gesprochen, was dort noch in den Lagern ist. Und die Totschka-U sind ja längst schon aus den Lagern geholt worden, um sie gegen die Ukraine einzusetzen. Von Iskander sind wohl nur noch weniger als 200 übrig. Teilweise habe ich von 120 geredet. Und wir dürfen nicht vergessen, Iskander ist auch für Nuklearwaffeneinsatz geeignet und auch gedacht, sodass die. Zahl der Raketen, wenn diese Zahlen stimmen, was das Russische, ähm, die, die russischen Lagerbestände angeht, kann überhaupt nicht mehr viel eingesetzt werden, damit Russland eben die Iskander noch für den Einsatz von Nuklearwaffen nutzen kann. Und da soll nun wohl auch der Iran auf diese Art und Weise aushelfen, indem er den Russen, den Russen äh, äh, ballistische Raketen zur Verfügung stellen soll. Wir haben hier nochmal ein Video von einem Luft-Luftkampf, einem Luftkampf zwischen drohnen angeblich die drohne die es filmt sei wieder ukrainisch und die drohne die äh, angegriffen wird ist eine russische und wir sehen hier eine offensichtlich kommerzielle drohne und die ukrainische drohne hat sie wohl entdeckt und die rammen sie jetzt von oben ich kann jetzt nicht eindeutig erkennen aber es sieht so aus als ob anschließend die, die ukrainische drohne noch noch lebt und die russische möglicherweise zerstört hat aber das kann ich nicht vollends bestätigen, auch wenn das Video das zumindest implizieren würde. Und hier abschließend habe ich noch eine Skurrilität und zwar sehen wir nun einen eine weitere ukrainische Drohne, die hier nun tatsächlich mit einem Maschinengewehr ausgestattet sein soll, so äh, dass äh, sodass sie dann tatsächlich panistische äh, Feuerunterstützung geben könnte ukrainischen Angriffen. Äh, spannend wäre mal zu sehen, wie der Einsatz tatsächlich erfolgt. Denn a sehen Sie, dass das Ding äh, sehr wackelig montiert ist und wir dürfen nicht vergessen, die ganze Drohne ist ja nicht schwer und Maschinengewehr hat einen ziemlichen Rückstoß. Selbst in einem kleineren Kaliber hat es einen ordentlichen Rückstoß, wie man damit zielen will, wäre mal sehr spannend. Es sei denn, das wäre Einzelschuss. Aber wie gesagt, da habe ich diesbezüglich keinen noch nicht wirklich was sagen, wie erfolgreich die ist und ich habe bislang noch kein Video gesehen, das den Einsatz in irgendeiner Art und Weise zeigen würde. Aber mal eine Skurrilität, die ich durchaus für interessant hielt und die manche von Sie, manchen von Ihnen vielleicht auch interessieren werden, ähm, haben wir hier jetzt einmal mal gezeigt. Gut, das war's von meiner Seite, was den Lagebericht angeht. An dieser Stelle nochmal den Hinweis, Sie können, vergessen Sie nicht, gefällt mir zu drücken, wenn es Ihnen gefällt, was ich hier bislang gemacht habe. Hinterlassen Sie Kommentar, wenn Sie den Spot sich anschauen und abonnieren und Glocke nicht vergessen, damit der Kanal weiter wachsen kann. Ich mache eine kurze Werbepause und, äh, bin anschließend, fangen wir mit der Frage-Antwort-Runde an. Ich bin gleich wieder da, 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Danke an, dieser Danke an dieser Stelle. Ich habe es gesehen. Der Ton mal wieder wie üblich. Dieses Mal war es meine Schuld und nicht Siegfrieds. Danke für den Hinweis. Sie, wie Sie sehen können, hat unser vierbeiniger Freund, der Streamtechniker, seinen neuen Schlafplatz akzeptiert beachtet nun, kann uns nun dabei zusehen. Ich brauche keine extra Katzenkamm An dieser Stelle, bevor ich mit der Frage-Antwort-Runde beginne, ich werde mich jetzt langsam durcharbeiten, will ich mich schnell bei den Unterstützern des Kanals bedanken. Dennis Schöngraf und Omme, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Robert Schönmetzler, danke für die Arbeit. Ich danke Ihnen für die großzügige Unterstützung. Serpent Obscura, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, Beat Funk, vielen Dank für die Unterstützung. Andreas Donat und Traced vielen lieben Dank für die Unterstützung. Traced auch wieder sehr großzügig. Vielen Dank für deine Arbeit. Grüße an den Saboteur. Ja, der bekommt's mit. Oliver H, vielen Dank für die Unterstützung. Silvia Hoffmann, willkommen als Neumitglied. C Wachtel, vielen Dank für die Unterstützung und dann machen wir mal die erste Frage, bevor ich die Runde hier weitermache. Wie lange macht China Putins Krieg noch mit? Wenn Europa in einer Rezession rutscht, wird China wohl auch sauer. Die Frage ist sehr gut und absolut angemessen, allerdings sehr schwer zu beantworten. Denn ich halte es. Ich, ich, ich rede die, ich betone immer, dass die, das Erklären eines Bündnisses zwischen Russland und China zu weit gehe, viel zu weit gehe und das System, das Verhältnis völlig überschätzen würde. Aber das bedeutet nicht, dass ich dass ähm, die Beziehung zwischen beiden Staaten kleinreden will. China hat eigene Interessen und die gehen ganz klar vor irgendwelchen Sympathien mit Russland oder ähnliches. Aber während China sich nicht für Russland opfern will, will es Russland auch nicht gnadenlos besiegt sehen. Das heißt, um von chinesischer Seite, um in dem Krieg irgendetwas zu machen, müsste China sich beispielsweise Embargos anschließen. Und dass das erfolgt, kann ich mir nicht denken. Und solange Russland also nicht chinesischen Druck erhält, und wir reden hier realistischerweise, gibt es eigentlich nur wirtschaftlichen und militärischen Druck, dass es politischer Druck in nennenswerter Art und Weise die Russen zum Einlenken bringt, ohne einen dieser anderen beiden Methoden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Denn wir sehen die russische Rhetorik, dass Russland kein Interesse hat an einer, an einer Lösung, zu der die Ukraine im jetzigen Zeitpunkt ähm, zu einem Kompromiss zu dem die Ukraine bereit wäre. Russland will diesen Krieg gewinnen. Es will keine Kompromisse machen. Wir dürfen nicht vergessen, man erklärt groß Kompromissbereitschaft, während man gleichzeitig erklärt, dass die annektierten Gebiete man aber den, den Willen der Bevölkerung dort respektieren wolle. Das heißt, auf Gut Deutsch, die annektierten Gebiete dürfen nie wieder zur Ukraine zurück und das ist natürlich für die Ukraine komplett inakzeptabel, daher gibt es keine Verhandlungslösung. Ohne eine Verhandlungslösung aber äh, muss Russland den Krieg gewinnen. Oder verlieren. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht sehe ich noch nicht das Potenzial, dass China in einer der beiden Hinsichten aktiv eingreift. China kann einen russischen Sieg ermöglichen, theoretisch, indem es die, die theoretisch sogar eigene Freiwilligenverbände schickt, wie es es damals in, in Korea gemacht hat, äh, im Koreakrieg. Es kann natürlich einen, eine russische Niederlage erleichtern, indem es die Grenzen sperrt und jeden Handel verbietet und vielleicht auch noch nicht mal mehr äh, den, den Russen irgendwelche Kohlenwasserstoffe abkauft. Beides halte ich aber für unrealistisch. Also, ich glaube, China hat sehr, sehr große Bauchschmerzen. Ich sehe aber noch nicht das Potenzial eines, einer, einer Effektiv, eines effektiven chinesischen Eingreifens, auch wenn die Situation für Sie mit jedem Tag unangenehmer wird. Und das haben Sie völlig richtig erkannt. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe mich noch nicht ganz in dem, in dem Rahmen, in der Möglichkeit, dies gut genug beantworten zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen erklären, wieso es mir schwerfällt. Aber die, die Situation ist sehr heikel, auch für die Chinesen. Die wollen eigentlich nicht, dass die Russen verlieren. Sie wissen aber de facto, entweder müssen sie eingreifen und dann stellen sie sich de facto nahe an einen Krieg gegen die NATO mit allen diplomatischen und auch militärischen Konsequenzen, wie beispielsweise massiven Waffenlieferungen an die Taiwanesen oder ähnlichen, damit wäre zu rechnen. Oder aber sie zwingen Russland in die Niederlage und das ist ebenfalls nicht im chinesischen Interesse. Also Chinesen haben. Wie heißt es im Englischen so schön? Uh, they are between a rock and a hard place. Sie sind zwischen einem Stein und einem, ha einem harten Untergrund oder man könnte sagen zwischen Hammer und Amboss. Die sind nicht in einer angenehmen Situation gerade. An dieser Stelle bedanken will ich mich bei C. Wachtel, vielen Dank für die Unterstützung, Michael Ohne und Stefan Labell, vielen lieben Dank für ihre Unterstützung und Rene Beer sowie Andreas. Nee, Rene Beer, herzlich willkommen als Neumitglied. Und Andreas Plattner, du Ballas, danke für deine akribische und leidenschaftliche Arbeit weiter. So. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung. Hat die NATO, Moment, hat die NATO noch irgendwelche Flugabwehrsysteme, die auf Masse statt Klasse setzen? Oder ist das alles Hightech? Überspitzt mit genug davon reicht ja wohl auch eine Flak 5 cm für die Drohnen. Das Problem ist, dass mit der Verkürzung sehr, sehr viel mit der, mit der Friedensdividende, der also sogenannten, sehr viel eingeschmolzen wurde, sehr viel verkauft wurde, verschrottet wurde. Wir haben jetzt mitbekommen, dass die Spanier wollen Hawk liefern. Hawk haben wir irgendein System aus den 60ern oder sowas. Allerdings ist es massiv modernisiert worden. Den genauen Stand der spanischen Hawk kann ich nicht wirklich sagen. In ihrer neuesten Version ist die Hawk durchaus noch für etwas zu gebrauchen, auch wenn sie sicherlich auch trotz aller Nachrüstung nicht mehr mit dem modernsten zu vergleichen ist. Aber wenn es gegen Drohnen geht, dann müsste eigentlich eine relativ alte Flugabwehrrakete absolut ihre, ihren Dienst erfüllen, denn eine Drohne, gerade eine Drohne wie die Shahid oder wie die, wie hieß sie, die diese jetzt bekommen, Arash 2, Drohnen wie diese, haben keine aktiven Störsysteme. Die werfen keine Leuchtkugeln ab, die werfen keine Radarstörkörper ab. Die sind ein Ziel, was fliegt und dann meist auch noch in schnurgerader Bahn. Da reicht eine alte Flugabwehrrakete oder wie Sie sagen, de facto auch eine, eine Flugabwehrkanone, artilleristische. Was aber davon da ist, was davon in Depots ist, ist eine ganz andere Frage. HAWK zum Beispiel gibt es weltweit noch im Einsatz. Aber wer davon rückt sie raus? Und da besteht theoretisch natürlich die Möglichkeit, aber die Hawks selber bringt keine solche dramatische Verbesserung. Also es ist schwierig zu beantworten. Denn das die, Problem wird vor allem das Volumen der Raketen sein. Die Hawk dürfte völlig ausreichen für das Ziel, Drohnen wie, wie diese iranischen Drohnen abzufangen. Aber bekommt man genug Hawk-Raketen davon? Der, der sinnvollste Weg dürfte wahrscheinlich Nasams sein. NASAMS ist die allerbeste Lösung dafür, denn NASAMS kann nicht nur MRAM-Raketen verschießen, es kann auch IM-9 Sidewinder verschießen und es kann wohl auch Iris-T verschießen, die, in der, die ähm, von Eurofighter-Nutzern beispielsweise eingesetzt werden. Nun sind die Raketen teuer, aber es gibt gewaltige Lagerbestände. Und wenn die Raketen noch funktionieren, wenn die nicht so überlagert sind, dass der Raketentreibsatz äh, versagt, dann bedeutet es man kann auch die ersten versionen dieser raketen einsetzen man kann hier die regulären luft-luft-raketen also mram und äh, iris-t und sidewinder das sind alles luft-luft-raketen also die flugzeuge auf andere flugzeuge schießen da sind natürlich hunderte tausende zehntausende in depots der verschiedenen luftwaffen wenn die auf Ziele gefeuert werden, die sich nicht wehren, die keine elektronischen Störmaßnahmen einsetzen, die keine Ausweichmanöver fliegen, die keine Leuchtkugeln abwerfen, keinen kein, kein, kein Chef abwerfen, um Radar zu stören, dann reichen da die frühesten Versionen, die ältesten Versionen, die frühesten, was man noch im, im Depot findet. Von daher dürfte Nasams wahrscheinlich die beste Lösung sein, denn an Munition wird es so schnell nicht. Mangeln. Da sollten im Prinzip eine fünfstellige Anzahl an potenziellen Raketen vorhanden sein, die man dort einsetzen kann. Da kann wirklich jeder ins Depot gehen und solange die Rakete noch startet, kann sie eingesetzt werden, ähm, weil, weil die Ziele sich eben nicht, nicht wehren. Also, wenn wir anschauen, Hawk zum Beispiel ist geeignet, aber ob man dort auf die Masse setzt, und das Problem bei NASAMS ist, dass es an der Munition nicht mangeln wird, aber die Systeme müssen, müssen neu hergestellt werden, denn die sind noch nicht weit verbreitet. Und zum Teil werden sie eben auch von, zum Schutz von besonders hochwertigen Zielen eingesetzt. Das Weiße Haus zum Beispiel wird durch NASAMS geschützt. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass Biden seine eigene Flugabwehr den Ukrainern übergibt. Das heißt, ähm, das und dann, wie Sie sagen, Flugabwehrkanonen, äh, Schilka, wenn das Radargerät gut genug ist, äh, Gepard, wenn das Radargerät gut genug ist. All diese, diese Systeme, die Schweden haben ein paar Flugabwehrkanonensysteme, all die müssten im Prinzip in der Lage sein, aber gibt es davon genug und sind die, sind die genug verfügbar? Das ist eine Frage, wo Zweifel angebracht ist, vor allem weil es dann auch wieder um Munition geht, denn selbst wenn die, das Überbestand ist, Alter, die neuen, die neuen Drohnen zu produzieren ist dramatisch billiger als neue Raketen zu produzieren. Selbst eine, eine, eine günstige Sidewinder dürfte wahrscheinlich mindestens 50.000 US-Dollar kosten. Eine Drohne wie die Shahid kann man wahrscheinlich für 4.000 bauen. Also da, da ist die Diskrepanz zwischen Flugabwehrsystem und Drohne im Preislicht zu groß, sodass es, das zu leicht zu lösen wäre. Aber wie gesagt, ich denke, die, die Nasams ist wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, wenn schultergestützte Manpads nicht ausreichen. Und da gibt es eben Zweifel. Ich habe, wie gesagt, aus der Ukraine gehört, dass die Shahid dass die angeblich heiß genug ist. Ähm, persönlich habe ich meine Zweifel und ich habe auch noch nicht einen erfolgreichen Abschuss von einem, mit einem ManPAD gese Man gesehen. Also wenn die, wenn ManPADs ausreichen würden, wäre auch das natürlich eine gute Verwendung. Also so einfach ist es nicht. Und bei all den Radarsystemen ist eben die Frage, die Ziele sind relativ klein. Sind die Radargeräte gut genug? Ähm, das und Rohrartillerie, Rohr Flugabwehrartillerie hat wie das Problem, dass sie eine sehr kurze Reichweite hat. Wir reden von drei bis maximal fünf Kilometern. Das heißt, wenn die Drohne in fünfeinhalb, sechs Kilometern Entfernung vorbeifliegt, dann kann die, die Flugabwehrkanonenbesatzung nur winken. Die kann dann nicht mehr wirklich viel machen. Aber Skyguard zum Beispiel gibt es noch 40 Millimeter, gibt es viel, viel Flugabwehr. Theoretisch gibt es jede Menge 23 Millimeter, teilweise auch ohne Radarlenkung. Aber ja, würde alles reichen. Wie gesagt, ähm, an der Stelle will ich mich bedanken bei Andreas Hohl. Danke für die guten Berichte. Und ähm, Markus Hödel sagt, war letzte Woche nahe Isium unterwegs. Berichte über verschleppte Kinder stimmen unfassbar schwer zu verdauen. Medizinische Versorgung schlecht. Verpflegung geht halbwegs. Viele Orte kein Strom. Vielen Dank für Ihren Bericht und vielen Dank für die Unterstützung. Auch an ähm, Slesi. Haha, vielen Dank für die Unterstützung. Am Lagerfeuer sitzen und ihrer Lage zuhören. Vielen Dank für Ihre Mühen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Harald Kujat, die nächste Frage. Harald Kujat sagt, dass die Initiative wieder an die Russen übergegangen sei und dass man keine Angriffswaffen mehr an die Ukraine liefern soll. Wieso sagt er sowas? Wer hat ihm, wer hat ihm in den Kopf ge, ähm, ges? Stern, Stern, Stern. Hat Harald Kujat? Da gab es mal den Bericht, dass der nicht arbeitet, der nicht für irgendeinen Think Tank, der von einem Land im Osten finanziert wird. Ähm, Harald Kujat hat sich in diesen, den gesamten Krieg über, in einer Art und Weise geäußert, die, mit der ich nicht übereinstimme. Um es mal so zu sagen. Ähm, vielleicht kann jemand mir, Moment, ich schau's mal, ich leg's mal hier hin, äh, Hinweise, wenn die, wenn jemand den Link findet, der, den, Har, wo Harald Kujat arbeitet, bitte den, den Hinweis in den in Discord setzen, dann kann ich mir das anschauen. Ähm, ich glaube, der hat eine, der könnte eine persönliche, wie soll man es sagen? Es könnte sein, dass er persönliche Gründe hat, zu diesen Bewertungen zu kommen, die nicht unbedingt fachlich begründet sein müssen. Ähm, dazu hätte ich aber gerne noch einen Beleg, denn ich erinnere mich da düster an etwas und ich will hier keinen Rufmord betreiben. Ähm, ich stimme seinen Aussagen, was diesen Krieg angeht, weitestgehend nicht zu. Und ähm, er gehört zu denjenigen, die die Ukraine, die Chancen der Ukraine von Beginn an klein geredet haben. Und an irgendeinem Zeitpunkt möchte man sich natürlich auch der Frage stellen, ob ab, ab welchem Zeitpunkt jemand wie er oder wie Watt zum Beispiel nicht wollen, dass die Ukraine gewinnt, damit es nicht zu klar wirkt, wie sie falsch gelegen sind. Dass die Ukraine, dass die Ukraine die Initiative bereits verloren habe, sehe ich nirgends. Ähm, wenn jetzt große Gegenangriffe beginnen, möglicherweise aber bislang sehe ich nicht, dass sich an der Initiative irgendetwas geändert haben würde. Ich sehe hier der Hinweis aus Wikipedia, das Institut ist ein von Wladimir Jakutin und dessen Frau geleiteter Think Tank. Wladimir Ivanovich Jakutin ähm, ist ein russischer Oligarch. Er war von Juni 2005 bis zu seinem Rücktritt August 2015 Präsident der staatlichen Russen, russischen Eisenbahngesellschaft. Also Kujat arbeitet für einen Think Tank, der von einem russischen Oligarchen geleitet wird. Und in diesem Think Tank bekommt er vermutlich einen Gehalt. Vielleicht erklärt das ein bisschen seine Aussagen. Vielen Dank, Fazibarns, für den Hinweis. Wie gut haben die Ukrainer an der belarussischen Grenze wirklich befestigt? Gute Frage, was wir nicht, die, das ist eine gute Frage, und zwar, wir haben gesehen hier, wie sie teilweise Befestigungen angelegt haben. Brücken gesprengt haben, Brücken sind bereits gesprengt zur Grenze. Dann wurden Minenfelder angelegt, Panzersperren etc., Panzergräben wurden angelegt. Die Befestigung ist bereits, wird zunehmend tiefgestaffelt aufgebaut, was wir aber nicht vergessen dürfen, hier in diesem Gebiet hier sind die berühmten pripyat sümpfe Das sind die Sümpfe, wo während des Zweiten Weltkriegs die Wehrmacht fast nicht drin war. Sie hat weitestgehend, weil es das, weil das riesiges Sumpfgebiet ist, und in diesem Sumpfgebiet kann ich nicht wirklich mit Fahrzeugen herumfahren, wenn ich nicht auf einer Straße fahre, die auf einem Damm aufgebaut ist. Ähm, viel davon ist Schwemmland, das heißt, gerade zur Regenzeit und zur Schneeschmelze schwillen die auch noch an und das, der Wasserpegel steigt noch weiter, so dass man wirklich nur noch auf befestigten Straßen unterwegs sein kann, die irgendwie auf Dämmen errichtet sind und die sind natürlich extrem einfach zu verteidigen. Das heißt, hier ein Durchstoß außerhalb einer der Hauptwege ist nahezu ausgeschlossen. Da sind die berühmten Sümpfe schlicht im Weg und auch die Straßen bedeuten, es gibt einen Vormarschweg, auf dem die die Weißrussen oder Russen vorstoßen könnten und man selber hat ja mehr als genug Zeit, von diesem Weg seitlich äh, Hinterhaltstellungen aufzubauen. Also dass das erfolgreich, dass ein Angriff hier erfolgreich sein wär, wäre, ähm, wäre extrem schwierig und ist daher ziemlich unwahrscheinlich, da die Ukrainer sich de facto seit über einem halben Jahr darauf vorbereiten und wir reden ja davon, die Ukrainer sind, werden sind ja davon nicht überrascht von einem solchen Angriff, dass die Weißrussen de facto Kriegsteilnehmer sind, indem sie ihr Territorium zur Verfügung stellen und nun die ganze Zeit durch Säbel rasseln, aktiv versuchen, die Ukrainer dazu zu zwingen, Truppen an der Grenze zu belassen. Das ist den Ukrainern ja genauso bekannt wie uns. Und dass die Truppen, die zur Sicherung hier stehen, dass die neben Übungen auch Befestigungs Befestigungsarbeiten durchführen, das ist uns ebenfalls klar, zumal wir ja dürfen ja nicht vergessen, mit den Ukrainern haben wir ja eine Nation, die, die im, Befest im Anlegen von Befestigungen nun mehr als genug Erfahrung über mehr als genug Erfahrung verfügt, im Besonderen natürlich hier entlang der, entlang der Grenze und auch entlang der Grenze zu Transnistrien haben wir große, groß angelegte Befestigungen in der Vergangenheit gesehen, auch dort haben sie es befestigt. Also da, da kann man davon ausgehen, dass die Grenze sehr schwer befestigt ist und das eben auch sehr effektiv ist, weil eben die, die Pripyat-Zünfe ein, ein großflächiges Umgehen von Befestigungen eigentlich nicht wirklich ermöglicht. Also da ist der Spielraum sehr gering. Wenn der Frost hart genug ist, dann mag das Eis irgendwann dick genug sein. Ich habe kürzlich mal eine Liste gefunden mit mit Eis, die, ähm, die die Dichte von Eis zeigt, wie ab wann es welche Gewichte trägt. Äh, ich, es geht überraschend schnell nach oben, ab wann es 70 Kilo tragen kann, aber da reden wir schon 70 Tonnen tragen kann. Aber ich glaube, da reden wir schon bei, von anderthalb Meter Eis. Also das und anderthalb Meter Eis muss erst mal gefrieren. Bis da, bis da entsprechend das Gewicht groß genug ist. Ich meine, die russischen Panzer wiegen 45 Tonnen und nicht 70, aber wie gesagt, ein, ein großflächiger Durchstoß entlang durch die Sümpfe auch im Winter scheint sehr unwahrscheinlich zu sein und das beschränkt es auf die Straßen und die sind natürlich gut zu befestigen. Ähm, an dieser Stelle will ich mir mit, den, mit dem Dank weitermachen. Ähm, Dumi, vielen Dank für Ihre tolle Arbeit, vielen Dank für die Unterstützung. ACON Video. Herzlich willkommen als Mitglied. Danke für die Unterstützung. Michael Albart. Kohle war knapp, aber nun mal wieder. Gruß, Grüße an Sigi. Vielen lieben Dank für Ihre stete Unterstützung. Ähm, herzlichen Dank. Und, und äh, Sigi, Siegfried bedankt sich sicherlich auch. Ich darf ihn nicht aufwachen, sonst, sonst fängt er wieder an, seine Arbeit als Streamtechniker zu übernehmen. Äh, Milan De Veta. Weiter so. Hoffentlich stimmen die Einnahmen und Bezahlfragen bleiben unnötig. Ähm, die Unterstützung ist. Die Unterstützung beim letzten Stream war äußerst großzügig, muss ich wirklich sagen. Das war sehr überraschend positiv. Ähm, die Unterstützung ist, ist gut. Wie gesagt, wir werden einen Weg finden, dass Bezahlfragen nicht den Rahmen stören in dem Maße, dass, denn mir ist es wichtig und das kann ich nicht oft genug betonen, dass hier jeder die Chance hat, an der Frage-Antwort-Runde teilzunehmen und ähm, nicht dafür die letzten 5 Euro, die er auf dem Konto hat, sich überlegen muss, ob er die mir spendet oder lieber seinem Kind noch ein Weihnachtsgeschenk kauft. Kaufen Sie bitte Ihrem Kind ein Weihnachtsgeschenk und spenden Sie es nicht mir in einem solchen Fall. Es gibt hier ein paar zahlungskräftige Unterstützer, die übernehmen gerne den, den Posten für Sie. Aber ich habe Berichte von Leuten, die sich entschuldigt haben, dass sie mich nicht weiter unterstützen können, weil sie arbeitslos geworden sind. Letztes Mal war Andreas war sein Name, der mir 10 Euro gespendet hat und gesagt hat, er sei arbeitslos, frisch geworden und daher können er leider nicht mehr viel. Denken Sie an sich selbst. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich diesen Kanal einstellen muss. Ähm, dafür sollten Sie nicht Ihren letzten Cent ausgeben, um das zu unterstützen. Wir haben ein paar. Ähm, wohlhabende Zuschauer, die sicherlich auch bereit sind, das für Sie mit zu übernehmen und den Kanal am Laufen zu halten. Also geben Sie nicht Ihren letzten Cent für mich aus. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. An dieser Stelle auch hier, danke an, allen, an alle Spender, wenn Sie unterstützen möchten, finden Sie die Möglichkeiten in der Beschreibung. Am meisten kommt natürlich bei IBAN an, da kann ich aber so jetzt hier nicht ein eine Dankeschön abgeben und ansonsten Paypal bei einem Euro, in dem Paypal noch mehr als, als Google, aber ab einem Euro rentiert sich Paypal Deutlich mehr, ähm, was die, die, angeht, die Quoten angeht, was die, die Nebenkosten angeht. Aber vielen lieben Dank an alle, die unterstützen, auch die, die gratis unterstützen, ohne nicht finanziell. Denn jedes Daumen hoch hilft, jedes, jeder, der den Kanal teilt, damit er wächst, hilft. Ähm, jedes Abonnement hilft, jeder Kommentar hilft. Alles ist, hilft mir beim Wachsen des Kanals. Und hier gibt es intern, wurde mir aufgedrängt de facto, dass ich ange ich habe dem nie zugestimmt, aber ich müsse angeblich, muss ich einen Stream machen mit der Pickelhaube auf dem Kopf, wenn der Kanal 50.000 ähm, Abonnenten hat. Ähm, ich habe dem nie explizit zugestimmt, aber das ist zumindest wird im Discord lanciert und mal schauen, ob es den dann geben wird, wenn der Kanal 50.000 erreicht hat. Der Iran will jetzt muss mutmaßlich noch deutlich mehr Kriegsgericht an Russland liefern. Wie sehr wird das den Krieg beeinflussen? Wenn wir die Drohnen bislang sehen, haben die die Wirkung an der Front ist beschränkt. Die ballistischen Raketen könnten tatsächlich nützlicher sein, weil ihre Flugdauer geringer ist und sie natürlich auch mit Splittergefechtsköpfen beladen werden können. Was wir von den Drohnen haben, die wir bislang haben, das sind de facto Marschflugkörper zum Angriff von Punktzielen im Hinterland. Dabei scheinen sie relativ gut zu sein. Also die sollten man nicht kleinreden. Die haben ihre Nachteile und sobald die Ukrainer über die entsprechenden Abwehrmaßnahmen verfügen, wird ihr Nutzen rapide abnehmen. Aber für die Kosten-Nutzen-Rechnung würde ich sagen, ist eindeutig auf Seiten der Shahid 136 zum jetzigen Zeitpunkt. Die ballistischen Raketen dagegen sind sicherlich teurer, aber eben schneller, tragen einen dramatisch größeren Gefechtskopf. Und dann mit Splittergefechtskopf können die ein, ein, möglicherweise in 300 Metern Umkreis äh, eine Truppenansammlung. Massiv dezimieren. Also, das kann ein ganzes Stück unangenehmer werden, zumal natürlich das Abfangen von ballistischen Raketen zwar möglich ist, aber auch nicht einfach ist. Und dazu ist auch wieder nicht, nicht jede Flugabwehr ist dazu geeignet. Da ist das Abfangen von so Drohnen wie der Shahid deutlich einfacher. Also, es wird den Krieg. Wird es sicherlich beeinflussen, aber zu welchem Grad ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen, zumal wir auch wieder nicht wissen, wie viel davon erhalten sie, was exakt erhalten sie, welche Gefechtsköpfe dazu erhalten sie und wer bestimmt den Einsatz. Das habe ich bereits bei der Shahid gesagt. Wenn dort jetzt natürlich jede Einheit an der Front ihr Kontingent erhalten würde, dann wären die Shahid möglich und diese, diese Einheiten an der Front würden die gezielt einsetzen, um beispielsweise Truppenansammlungen, Stellungen anzugreifen dann würden sie vielleicht einen deutlich größeren Effekt haben, als sie es jetzt haben, wo sie einfach im Hinterland äh, Stromerzeuger, also Kraftwerke angreifen, mal irgendwelche Gebäude, weil da irgendeine Verwaltung drin ist oder ähnliches. Das ist, das ist daher noch nicht umfangreich zu beantworten. Die Shahid hätte ein Game Changer sein können. Das war die Befürchtung, das wurde kolportiert. Sie erinnern sich daran, hatten wir auch hier im, im Stream die Frage und ich habe damals gesagt, Vorsichtig. Warten wir erstmal ab, wie sie eingesetzt wird, und zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich mal, kann man zunehmend sicherer sagen, die Shahid 136 wird den Krieg nicht beeinflussen in einem Maße, der das in einem relevanten Maße. Davon wäre zumindest auszugehen, zum jetzigen Zeitpunkt. Wie das mit den anderen Waffen ist, würde ich ebenfalls äh, sagen, sollten wir abwarten, bis wir den Einsatz sehen. Wie gesagt, ich versuche immer, wenn ich eine Antwort nicht gebe, ihnen zu erklären, warum ich die Antwort noch nicht geben kann. Oder warum ich warum es mir schwerfällt. Weil es natürlich deutlich einfacher wäre, Ihnen zu erklären, ah, das wird alles ganz furchtbar sein oder nee, es wird alles nicht sein. Aber ich versuche Ihnen ein bisschen meinen Gedankengang vorzustellen, wieso ich mich in so einem Fall zum Beispiel einer Antwort zum jetzigen Zeitpunkt noch verweigere. So müssen Sie das verstehen, ähm, die, dass ich versuche, Ihnen eben diese Position zu vermitteln. Ähm, ich will mich bedanken an dieser Stelle bei Chemubra-Ekolog... Ecolus99 und Robert Lehner, alles drei Neumitglieder, herzlich willkommen. Ausbilder Schmidt, äh, moin ihr Luschen, Haltung annehmen und das Spenden nicht vergessen. Jeder einen Euro, das tut keinem weh, habt ihr Luschen das verstanden? Alles klar, vielen Dank für die Unterstützung. Holle, Ihre Einschätzung im Kontext des Ukraine-Konflikts: Wird Europa im kommenden Winter über genug Energiereserven verfügen? Und was passiert, falls nicht? Ähm, eigentlich eine Frage: äh, Danke erstmal für die Unterstützung. Ähm, künftig Fragen bitte mit Hashtag Frage markieren, damit die auch in die Liste aufgenommen wird. Was die Energiereserven angeht, muss ich ehrlich sagen: da kann ich nicht wirklich. Das ist nicht mein Fachgebiet. Was passiert, wenn nicht? Das kann Regierungen zum Stürzen bringen. Das, kann, das wird sehr viel von der Bevölkerung abhängen. Schaffen die Regierungen es, das Eng, ö, enger, enger Schnallen des Gürtels, den eigenen Bevölkerung zu vermitteln, warum dies notwendig ist und warum dies passiert oder nicht? Wenn sie es schaffen, dann sind die Bevölkerung vielleicht in der Lage, diese Hungerperiode durchzustehen. Wenn nicht, können Regierungen stürzen und mit unabsehbaren Folgen. Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich richtig zu beantworten. Thorsten K Captain, vielen Dank für die Unterstützung. Und Matthias Sino ebenfalls danke für die Unterstützung. Oberst Reisner meint, das Momentum der Ukraine sei raus. Stimmen Sie dem zu und wir bewerten Sie bei seinen bisherigen Analysen und Vorhersagen. Ähm, ich sehe ihn, also ich, wie gesagt, ich, ich, Im Moment sehen wir, dass die Front etwas starr steht. Ähm, ich sehe noch nicht einen, einen Wechsel der strategischen Initiative und ich will zum jetzigen Zeitpunkt mich noch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Da, weil das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass ukrainische Offensiven zu stoppen, zu erlahmen scheinen, um dann zwei Wochen später einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Wir haben jetzt gesehen, wenn wir betrachten die bisherigen ukrainischen Offensiven, dann sehen wir, dass die Ukrainer die Front abklopfen, hier und dort mal eine Ortschaft nehmen aber die ganze Zeit offensichtlich nach Schwachpunkten suchen und sobald sie diese gefunden haben, die Front aufzubrechen versuchen und dann durchzustoßen versuchen. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass dies jedes Mal passiert, wie wir es hier gesehen haben. Ich hoffe, den Regen hört man nicht, denn die Regenzeit ist und wir haben gerade einen richtig starken Regenfall hier. Also wir dürfen nicht erwarten, dass es zeitnah passiert, wie wir es hier in Balaklia gesehen haben oder hier im Norden der Front. Das ist einfach nicht zu erwarten, dass dies regelmäßig so passiert. Ich halte es für verfrüht zu sagen, dass das Momentum raus sei. Ich sehe nicht, dass die Mobilisierten die grundsätzliche Lage an der Front fundamental ändern werden. Äh, dazu ist ihre Ausrüstung zu schlecht, ihre Moral zu schlecht, ihre Ausbildung zu schlecht. Als dass das eine fundamentale Änderung herbeiführen würde. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, die Mobilisierten können Stolperstein sein. Die können die Ukraine verlangsamen. Und das könnten wir theoretisch jetzt sehen. Aber dass der, das Momentum raus sei, würde ich noch nicht ähm, dem unter, das unterschreiben. Wie, wie bewerten Sie seine bisherigen Analysen und Vorhersagen? Ähm, wir haben ihn sehr anfangs relativ pessimistisch gesehen. Ich sehe hier, dass ich das nicht bestätigt sehe. Ich will jetzt nicht. Es gibt immer wieder Behauptungen, das sei sehr FPÖ-dominiert, das russische Verteidigungsministerium und daher eher pro-Russland-freundlich. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster wagen und irgendwie persönlich werden. Ich weiß auch nicht. Teilweise weiß ich auch nicht, was. Ich habe zum Beispiel jetzt mal in der Welt einen Artikel und da wird eher ein Interview mit ihm geführt und plötzlich wird von 30 Millionen russischen Reservisten gesprochen, die nächstes Jahr an die Front geschickt werden können. Hier ist es mir schlicht. Ich bin nicht in der Lage, in diesem Artikel zum Beispiel zu sehen, ob diese Aussage von irgendwem anders kommt, von der Welt oder gar von Reisner. Ähm ich halte ihn Stückweise für zu pessimistisch. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er richtig lag in seiner Analyse, dass er glaubte, die Ukrainer hätten versucht, hier einen mechanisierten Durchstoß. Nach Berislav oder Novakakowka zu machen, um zwei Kessel zu erzeugen. Sie erinnern sich, das hat er in einem seiner Videos gesagt. Ich habe nie die Grundlage dafür gesehen. Und ich hätte es, einen solchen Vorstoß würde ich für völlig überambitioniert halten. Von daher weiß ich nicht, wie weit wer von uns beiden dort recht hatte. Ich hatte erwartet, dass sie vor allem ein, eine Abnutzungsschlacht machen. Damit lag ich ebenfalls nicht ganz richtig. Denn hier haben wir einen Durchbruch gesehen. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lagen. Ich würde sagen, er, er hat unzweifelhaft die Kompetenz, diesen Krieg zu beurteilen. Ähm, wenn Sie mich anschauen, schadet es Ihnen überhaupt nichts, sich auch Oberst Reißner anzuschauen, damit Sie eine andere Meinung haben. Denn wir werden gelegentlich übereinstimmen und gelegentlich Gegenteiliges sagen. Ähm, ich bin nicht der Allweise zu diesem Thema. Sich noch von anderer Quelle zu informieren ergibt deutlich mehr Sinn. War das diplomatisch genug? Ich will. Ich glaube, hier und dort lag er mal falsch, äh, hier und dort lag ich mal falsch, ähm, aber ich habe Respekt vor seinem Wissen, dass er unzweifelhaft hat. Ich, denke, dass, dass, ich hoffe, das war eine vernünftige Antwort, die gleichzeitig auch höflich genug war dem Herrn Oberst gegenüber. Tan Teju, vielen Dank für die Unterstützung. Alme Boxer, vielen Dank für die Unterstützung. Und Werner L., herzlich willkommen als Mitglied. Ich muss noch ein Mikrofon dahin machen, damit Sie ihn hören, gelegentlich. Legen die Schreiter nämlich. Das können Sie wahrscheinlich gar nicht hören. Oh jo. Was? Wie wahrscheinlich ist es, dass sich Russland bei Herson komplett über den Fluss zurückzieht? Ich vermute, also politisch können sie es sich nicht leisten. Russland kann, darf Herson nicht aufgeben. Wenn es Herson verliert, dann verliert es ein strategisches Ziel, nämlich ähm, Odessa und Mykolaiv. Da sage ich, jedes Mal kommt die Frage in die Richtung und jedes Mal erkläre ich es, von daher halte ich mich jetzt etwas kurz. Russland muss das Rechte auf der rechten Uferseite bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass sie jeden einzelnen Mann dort opfern werden, im Besonderen, um in den Kriegsgefangenschaft zu gehen. Wird Russland jetzt es aufgeben? Nein. Wird Russland es aufgeben, in dem Moment, wo es klar ist, wir verlieren es? Davon würde ich ausgehen. Das wäre zumindest sinnvoll. Es vorzeitig zu räumen, muss gut begründet sein. Denn vielleicht schafft man es ja doch. Die Front zu halten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht das Mikrofon ausschaltet. Vielleicht schafft man es ja doch, die Front zu halten. Aber die, dass die Russen ihre Soldaten bis auf den letzten Mann dort opfern, weil sie die Starr dort lassen, allein um noch zwei Wochen Zeit zu gewinnen. Ich sehe keine, keine Rechtfertigung, weder politisch noch militärisch dafür. Daher gehe ich davon aus, dass die Russen, die wenn die Ukrainer sie weit genug in die Enge treiben, gehe ich davon aus, dass die Russen versuchen werden. Moment, jetzt nicht wieder sabotieren, mein lieber Streamtechniker. Komm her, komm her, mein süßer ähm, Dann gehe ich davon aus, dass die Russen es rechtzeitig evokieren werden. Und das wäre auch die richtige Entscheidung in diesem Fall. Aber eben erst, wenn, wenn es eng genug wird. Ja, gut. Ähm, Nils Kort, viel, herzlich willkommen als Mitglied. Jan, Jan Beek, irgendjemand hat mal gemeint, ich soll nicht so die Augen zusammenkneifen, das sei schlimmer als den Russen an der Front zuzuschauen, mir beim Augenkneifen zuzusehen. Ich mache es nicht, weil ich eitel wäre, sondern weil ich normalerweise tatsächlich keine Brille trage und brauche. Und von daher jetzt hier. Sehen Sie mich mal mit Brille. Ich schäme mich nicht dafür. Aber die Brille bringt mir kaum was. Ähm, in dem Fall. Äh, Frank Fettweiß, warum sind in Atomkraftwerken 5 cm für Saporischia. Warum sind im Atomkraftwerken 5 cm für Saporischia immer noch Russen? Das liegt doch auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet. Ja? Weiß ich nicht, was Sie meinen. Also, Ach so, das Kernkraftwerk heißt Saporischia. Es heißt Saporischia, ist aber in da. Das heißt, das ist hier. Ähm, es heißt nur so, weil es das ist ja auch die, die Oblast. Es ist also nicht auf Es ist auf russisch kontrolliertem Gebiet. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung, Frank äh, Fettweiß. Und ähm, wir haben noch Jan Beek, vielen Dank für die Unterstützung. Wilhelm Kai, willkommen als Mitglied. Johannes Kreis, vielen Dank für die Unterstützung. Und. Ähm, Kali Kalzon, vielen Dank für die Unterstützung. Wieso werden die potenziellen Herstellungsweisen für iranische Drohnen nicht durch Spezialkommandos angegriffen und zerstört? Ähm, die Iraner haben Bunker, in denen sie die Drohnen bauen, und es ist tief auf iranischem Gebiet. Und Iran ist, glaube ich, viermal so groß wie Deutschland. Da schickt man nicht eben mal 20 Mann rein, um was in die Luft zu jagen, weil die 20 Mann ziemlich sicher nicht wieder rauskommen. Also, das ist schlicht nicht realistisch machbar. Welche Auswirkungen hat die Lahmlegung der Energieinfrastruktur auf die ukrainische Armee? Ähm, es kommt auf die Logistikfähigkeiten an. Wenn zum Beispiel Radargeräte kann man aus dem öffentlichen Stromnetz betreiben oder mit Generatoren. Wenn die keine Generatoren haben, wenn die überlagert sind, wenn die kaputt sind, wenn sie keinen Treibstoff dafür haben, ja dann haben sie ein Problem. Wenn die eine Tankstelle braucht Strom. Um Treibstoff nach oben pumpen zu können aus den Tanks. Wenn die Ukrainer die Tankstellen nutzen, um damit den Diesel zu bekommen für ihre Lkw und die Tankstellen haben keinen Strom, dann haben sie auch ein Problem. Wenn sie aber genug Generatoren haben, um das herzustellen. Und das ist so ein, so ein Punkt, den ich nicht gänzlich beurteilen kann. Also ich glaube nicht, an sich muss ein Militär, ein gutes Militär ist in der Lage, in einem Gebiet zu operieren, in dem es keinen Strom gibt. Weil es den Strom, den es braucht, selbst herstellen kann. Es wird ein bisschen aufwendiger, aber es ist im Rahmen der Fähigkeiten eines gut aufgestellten Militärs. Sind die Ukrainer dazu vollends in der Lage? Das wiederum kann ich nicht vollends, das kann ich nicht wirklich beantworten. Also es ist schwierig zu sagen, möglich ist es, dass es den Ukrainen, Ukrainern gewisse Probleme bereitet, aber kriegsentscheidend sehe ich das ziemlich unwahrscheinlich. Wie kriegsrelevant wäre eine Lieferung von zum Beispiel 200 modernen leopard 2 panzern kriegsrelevant ja kriegsentscheidend wahrscheinlich nicht ähm, das würde wenn man sagen 200 wären fast zwei brigaden wenn die ukrainer zwei brigaden mit modernem gerät ausstatten könnten das wäre eine gewaltige sache das wäre dann würden wir von, von kräften reden die mit zusammen mit noch zwei drei weiteren brigaden aus, aus leichter infanterie in der lage wären wahrscheinlich melitopol und briadnysk zu erreichen also das könnte das könnte eine gewaltige Veränderung herbeiführen könnte. Muss es nicht, weil die Russen eben immer auch noch ein, ein Wort mitreden können. Ähm, kriegsentscheidend wäre zu weit zu gehen, aber kriegsrelevant, erheblich. Erheblich. Denn die Ukrainer haben, haben die Lieferung weitgehend genutzt, um die bestehenden Streitkräfte zu verstärken, um Truppen zu rotieren. Also eine zerschlagene Einheit wird aus der Front genommen. Durch eine frische an der Front ersetzt und dann wird die zerschlagene Einheit im Hinterland wieder aufgebaut und aufgerüstet. Mit 200 Leopard-2-Panzern könnte man de facto wahrscheinlich neue Einheiten aufstellen. Das, würde, das würde, eine, würde eine spürbare Wirkung an der Front erzeugen müssen. Schmalspur Major 56, vielen Dank für die Unterstützung. Mischbeck, die Gänsen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke für diese wertvolle Wissensvermittlung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und dass Sie das ermöglichen. Frank P., warte mal, ist das der Frank P., den ich kenne? Ähm, wenn ja, hallo Frank. Ähm, willkommen als Mitglied. Äh, Ladi, äh, wenn du das bist, melde dich mal bei mir. Äh, Telegram geht eigentlich nicht mehr, aber du hast ja, habe ich aktuell nicht aktiviert. Aber du müsstest meine Nummer haben für, für ähm, Signal und, und WhatsApp. Ladi, vielen Dank für die Unterstützung. Hans-Peter Opitz, willkommen als Neumitglied. Ähm, danke für die Unterstützung. Dennis W., äh, vielen Dank für die Unterstützung. Und DeepStar One, ebenfalls vielen Dank für die Unterstützung. Danke für die gute Arbeit und weiter so ist Ihr Kommentar. Vielen Dank dafür. Moment, markieren wir das noch und dann gehen wir, der Streamtechniker will unbedingt an die Arbeit gehen. Dann gehen wir hier zur nächsten Frage über. Die Ukraine stößt immer weiter vor. Warum nutzt Russland die Chance nicht? Luftlandetruppen hinter feindlichen Linien abzusetzen. Die, mal, ich kann es Ihnen auf zwei Arten, die, die ist relativ einfach zu erklären. Na ähm, ja gut, vielleicht doch nicht so einfach, je mehr ich darüber nachdenke. Also zunächst einmal ist es so, die ukrainische, Luftabwehr ist, die ukrainische Flugabwehr ist nach wie vor substanziell. Deswegen sehen wir wenig Verkehr von russischen Kampfflugzeugen auf ukrainisches gehaltenes Gebiet. Deswegen operieren die bestenfalls über der Front, häufig nur hinter der Front und schießen dann Abstandswaffen auf ukrainisches Territorium, um, um im Hinterland Truppen zu landen in großer Menge wirft man die idealerweise aus Iljuschin 76 ab, also aus Transportflugzeugen und die sind ein gefundenes Fressen für die ukrainische Flugabwehr. Die fliegen auch tief genug im Normalfall, denn der klassische Fallschirmjäger ist kein Freifall. Fallschirmjäger, der also aus 10 Kilometer Höhe abgeworfen wird und dann segelt wie ein Fallschirmspringer und dann irgendwo niedrig seinen Schirm öffnet. Sondern der klassische Fallschirmjäger springt raus und dabei öffnet sich der Schirm, weil er in 300 Meter Höhe, 200 Meter Höhe, ich weiß nicht was, die, die kommt auf den Schirm an und so weiter, vielleicht auch 150 Meter Höhe oder sowas. Also der fliegt, der springt sehr tief ab. Denn während er heruntersegelt, ist er ja ein super Ziel. Kann unten einer mit Maschinengewehren Massaker anrichten, der kann nicht in Deckung gehen. Das heißt, je kürzer die, die, die Zeit ist, die er am Fallschirm nach unten fliegt, desto besser. Aber um ihn abwerfen zu können, muss eine Mindesthöhe erreicht sein. Also je nach Schirmsystem und so weiter. Ich bin kein Fallschirmjäger. Das sind jetzt Schätzungen, die werden nicht stimmen, aber ich würde mal schätzen, mindestens 80, vielleicht 120 Meter muss die Mindesthöhe sein. Und das ist perfekt für die Ukrainer. Mit Manpads, um die mit, mit schultergestützten Flugabwehrraketen abzuschießen. Das ist sozusagen die Idealhöhe. Sie sind hoch genug, um sie auf, auf drei Kilometer zu sehen und ähm, gleichzeitig so niedrig. Und dann fliegen die, die Transportmaschinen ja auch noch langsam. Dann fliegen die so langsam, dass man sie so wunderbar, dass sie nicht ausweichen können. dass wäre ein gefundenes Fressen. Die würden also ein Massaker anrichten. Bleibt als nächstes Hubschrauber. Die haben eine geringe Kapazität. Und die müssen drüber fliegen und fliegen. Die können wiederum relativ niedrig fliegen und daher die Verluste etwas verringern, aber die haben eine niedrigere Kapazität. Und im Hubschrauber kann ich keine gepanzerten Fahrzeuge mehr mit transportieren. Die, äh, die russischen Fallschirmjäger der WDW hat ja gepanzerte Fahrzeuge. Die, die BMD 2 und 4, glaube ich. Eins gibt es, glaube ich, auch. Also die BMDs. Das sind sowas wie BMPs, also. Schützenpanzer mit Maschinenkanone und mit äh, Raketenstarter für Panzerabwehrraketen. Die haben also ihre eigenen gepanzerten Fahrzeuge dabei. Aber die müssen aus Flugzeugen abgeworfen werden. Die kann ich nicht mit dem Hubschrauber reinbringen. Das heißt, man bringt dann Truppen hinter die feindlichen Stellungen und die sind ohne schwere Waffen. Ähm, das ist ein riesiges Risiko und das muss zu rechtfertigen sein. Und, und die, dazu braucht man, das kann man machen in einer strategischen position zum beispiel was weiß ich wenn die russen hier nach norden vormarschieren ist das zum beispiel wäre es ein klassischer ansatz die brücken zu versuchen zu besetzen mit fallschirmjägern um die zu blockieren aber dann brauche ich ausreichend mobile kräfte die stark genug sind um in zeitnah die, die Fallschirmjäger an der Front zu erreichen. Sonst haben wir das mit A Bridge Too Far, die Operation Market Garden im Zweiten Weltkrieg. Dann habe ich Fallschirmjäger, die vorne sind und nicht erreicht werden, bevor ihnen der Nachschub ausgeht und bevor sie überrannt werden von, von Truppen des Gegners, die vor Ort sind. Also, das ist, das ist ein sehr riskantes Unternehmen. Das braucht entsprechend starke Offensivkräfte dahinter und die haben die Russen aktuell nicht. Und das letzte, der letzte Punkt wäre: ich habe davon geredet, ist der WDW. Nun, Sie wissen, der WDW war vor Kiew dabei und hat die horrenden Verluste erlitten. Das heißt, die Fallschirmtruppen, die die notwendigen Fähigkeiten haben, die gibt es ebenfalls. Da muss, muss langsam die Frage gestellt werden, wie viel davon überhaupt noch existiert. Also ich glaube, das ist keine realistische Gefahr für die Ukrainer, weil es zu hohes Risiko ist und äh, ziemlich sicher im Desaster enden würde. Äh. Falk Koller, herzlich willkommen als Mitglied. Rudolf Kühn ebenfalls, herzlich willkommen als Mitglied. Vielen Dank für die Unterstützung. Und TR, besten Dank für Ihren Stream. Könnte die Sprengung des Staudamms Karkowka eine Auswirkung auf das AKW in Zaporizhia haben? Grüße aus Zürich. Vielen Dank für die Unterstützung. Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Denn das Staudamm, der Staudamm staut ja hier den Nepper auf. Und hier sehen wir das Kernkraftwerk. Das ist genau hier. Und das hier müssten Speichersee für Kühlwasser sein. Das dauert immer eine Weile, bis es dann funktioniert. schauen. Hier. Also das hier müsste eine Anlage für die Kühlung sein. Und wirklich sehen kann man sich. Ich glaube, das hier sind die Reaktoren. Das heißt, die, die, es hätte eine Auswirkung. Das würde wahrscheinlich das Kernkraftwerk in ernste Bedrohung bringen, wenn ich keine Kernschmelze verursachen. Also ist daher keine wirkliche Option. Warum werden nicht mehr Gleise zerstört, wenn die auch so wichtig für Russland sind? Äh, ein Gleis selbst zu zerstören ist. Ähm, die Frage wäre, wo? Ein Gleis selbst zu zerstören ist nicht sonderlich schwierig, aber es wieder zu reparieren ebenfalls nicht. Das heißt, irgendwo auf dem Feld eine, ein Kilogramm Sprengstoff im Rucksack hinzubringen und an die Schienen zu befestigen, das ist nicht schwierig. Aber diese, diese Detonation, das zu ersetzen, ist sozusagen die, die erste Hausaufgabe, die die russischen Eisenbahntruppen lernen. Das heißt, die Schienen, die dann irgendwie nach oben stehen, die sind im Zweifelsfall sechs Stunden später wieder verbunden und die Züge fahren wieder. Gleichzeitig wissen aber die Russen dann, dass ein ukrainischer Saboteur unterwegs ist und jagen den. Das heißt, das ergibt keinen Sinn. Das heißt, die, die Sabotage müsste sich auf Brücken konzentrieren, auf Tunnel etc. Denn das, die sind eben nicht in sechs Stunden wieder zum... Gang zu bringen. Und da sehen wir immer wieder Sabotagen, wenn es im Hinterland geht, im, durch Partisanen. Ich habe hier in den Lageberichten sicher schon zehnmal über Angriffe auf, über Sabotageakte gesprochen, die eben genau das thematisiert haben. Und äh, wir haben von, gab es nicht auch Ati, äh, Angriffe mit Artillerie? Nee, da glaube ich, habe ich im Norden in Richtung Belgorod noch keine Berichte gelesen. Also die, die, die Gleise selbst sind natürlich. Durch Artillerie relativ einfach zu beschädigen, aber die sind auch wieder relativ einfach zu, zu reparieren. Und viel der Gleise werden natürlich nicht in Frontnähe benutzt. Dass zum Beispiel die Russen hier hochfahren und dann runter, das wäre eher unwahrscheinlich, wenn wir uns hier, was sind es, sechs Kilometer, zehn Kilometer von der Front entfernt uns befinden. Also, ich hoffe, das beantwortet es. Also, die. die die Gleise werden angegriffen, wo es möglich ist, aber wirklich viel bringen tun nur Angriffe auf die Brücken und, und ähm, die, äh, die Tunnel. Und die sind natürlich leichter zu verteidigen und gleichzeitig schwerer zu zerstören. Besten Dank für den Stream. Ne, das hatten wir schon. Motions for you. Ich empfehle die Bundesregierung dringend diesen Kanal zu schauen und dich als Berater einzustellen mehr Expertise können Sie können sie nicht finden Na, vermutlich schon aber vielen Dank für die Blumen vielen Dank für die Unterstützung wie gesagt ähm, ich tue mein bestes hier aber ich bin mir sicher wir, wir alle wissen auf eigentlich jedem der Gebiete von dem ich rede gibt es jemanden der mehr weiß als ich ähm, ich habe allerhöchstens den Vorteil dass ich einen breit aufgestellten Kenntnisbereich habe aber das bedeutet dass er irgendwo nicht überall in die Tiefe gehen kann also, dass ich der Beste wäre, der dazu beraten kann, da würde ich dann doch meine Zweifel äußern. Aber herzlichen Dank für die Blumen. Gegen das Kompliment werde ich mich natürlich nicht wehren. Vor was haben die Deutschen Angst, wenn es um Lieferungen von Panzer geht? Will man vermeiden, dass unsere Technologie den Russen in die Hände fällt? Ähm, nicht zwingend, würde ich sagen. Ich meine, das ist immer ein Risiko, wenn man Waffen einsetzt. Aber auch, die, auch die Cobra, das Cobra-Artillerieradarsystem äh, will man nicht, dass die Russen bekommen. Man will auch nicht, dass die die Panzerhaubitze 2000 bekommen. Das ist ebenfalls klar. Was hier die Frage ist, haben wir, ist das ein politische Gründe, so im Sinne von, dass die SPD sich dagegen wehrt, Waffen in Kriegsgebiete zu exportieren? Also, dass es hier um parteipolitische Grundsätze geht, ist da irgendwie der russlandfreundliche Flügel in der SPD noch relevant? Oder hat man Angst, dass die Bilder verbreitet werden, dass deutsche Panzer wieder auf russische Panzer schießen? Irgendeine Kombination daraus. Die Erklärung ist, wir wollen keine Alleingänge. Es gibt aber keinen Grund, auf Alleingänge zu verzichten, denn die Amerikaner haben gesagt, das ist Entscheidung der Staaten, was sie liefern. Wenn Deutschland Panzer liefern will, dann liefert Deutschland Panzer. Die Amerikaner haben, haben, haben den Deutschen erstmal nichts zu verbieten, wenn es um ihre eigene Technologie geht. Deutschland darf exportieren, an wen es will, solange diese Nation nicht unter UN-Embargo steht. Es könnte natürlich politische Konsequenzen der Amerikaner die Folge sein. Die Amerikaner könnten dann Deutschland sanktionieren oder ähnliches. Das wäre eine theoretische Möglichkeit. Aber realistischerweise, ich bin ja immer wieder drauf eingegangen, wenn wir uns die Zahlen der verfügbaren Panzer ansehen, gibt es realistischerweise nur zwei Kandidaten. Das ist der Abrams und das ist der Leopard 2. Und der Leopard 2 kann nicht exportiert werden an die Ukraine, solange die Bundesregierung nicht zugibt. Denn die Spanier dürfen keine Leopard 2 den Ukrainern übergeben. Ohne dass die Bundesregierung es absegnet. Und das ist natürlich ein bisschen die Ironie dabei, denn bis die Amerikaner Abrams liefern, und ich habe aus amerikanischer Seite gehört, dass sie empfehlen, den Leopard 2 zu liefern, weil der einfacher zu warten sei und der, der Abrams viel komplizierter sei. Das heißt, realistischerweise können die Amerikaner Abrams liefern oder die deutschen Leopard 2. Ansonsten gibt es niemanden. Den, den Ukrainern ist nicht geholfen, wenn sie 10 Leclerc erhalten, 10 Challenger 2 und 10 Ariete. Das bringt nichts. Und moderne westliche Kampfpanzer, die geliefert werden können, sind also diese zwei. Und die Bundesregierung hält den Daumen auf allen Leopard 2. Wenn irgendeiner Leopard 2 liefern will, wird nichts geliefert. Und damit redet sich die Bundesregierung raus. Bis die Amerikaner Abrams liefern, wird es keine Leopard 2 geben. Ob es dann welche gibt, werden wir sehen. Warum die Bundesregierung das tut, das würde dann wieder zu sehr ins Politische hineingehen. Und da will ich dann, ziehe ich dann irgendwo besser meine Grenze, dass ich nicht, dass ich nicht hier zu sehr ins Politische gehe. Wie gesagt, ich, ich, wo es nötig ist, beziehe ich eine Position, aber ich, dieser Kanal ist nicht der, wo ich sie politisch missionieren will. Wenn ich das irgendwann mal den Drang äh, verspüre, dann gründe ich, dann mache ich den Kanal Thorsten Heinrich. Bindestrich Politik oder irgend sowas. Dann fange ich dort an. Aber hier geht es hier geht's nicht darum und wir reden hier sehr viel von Parteipolitik und von Angriffen in die Richtung. Wie gesagt, ich habe Ihnen ein paar Ansätze gegeben. Dann gibt es noch die Theorie, dass der Wirecard-Manager ist doch in Moskau und dass der vielleicht irgendwelches, irgendwas gegen Olaf Scholz in die Hand hat. Aber dann befinden wir uns, und das den Russen übergeben hat, aber dann befinden wir uns im Rahmen der Verschwörungstheorien. Schwer zu sagen. Ich Habe, wie gesagt, ich liefere Ihnen ein paar Erklärungsansätze. Abschließend beantworten kann ich das leider nicht wirklich. Äh, Markus Hödel, danke für die Unterstützung. Militär- und Stromerzeuger fahren auch von Stadt zu Stadt, damit Powerbanks geladen werden können für Zivilbevölkerung und militärische Einheiten, zum Beispiel für Drohnen. Meistens, meisten Tankstellen haben Drohne, äh, Stromerzeuger. Ich glaube, das war der Kommentator, der vorher gesagt hat, er war in Isium. Genau. Markus Hödel, danke für den Hinweis. Wie gesagt, an sich, es ich weiß auch, die Bundesregierung zum Beispiel hat Generatoren geliefert. Haben wir hier. So kommen die zum Beispiel zum Einsatz. Danke für den Hinweis. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ukrainische Militär fundamental von einem nationalen Blackout äh, in die Knie gezwungen werden würde. Der ist furchtbar für die Zivilbevölkerung, aber militärisch wird die, die Auswirkung überschaubar sein. Danke, Markus Hödel, für die Bestätigung und danke für Ihre Unterstützung. Falls der Iran nun auch Raketen und, oder weitere Drohnen an Russland liefert, könnte es passieren, dass die USA das gewaltsam unterbindet natürlich nicht offiziell. Ähm, wenn die Exporte über See laufen würden, vielleicht. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welcher rechtlichen Grundlage, aber wahrscheinlich gibt es eine UN-Resolution. Aber die Amerikaner zum Beispiel beschlagnahmen andauernd iranische Waffen, die an die Houthis geliefert werden sollen. Andauernd. So haben wir zum Beispiel chinesische AKs, ich glaube Typ 59 heißt die oder sowas, wird wahrscheinlich nicht stimmen, irgend sowas in der Ordnung, haben wir in Großbritannien gesehen mit ukrainischen Soldaten, die ausgebildet wurden. Und diese chinesischen AK-Varianten, also das ist eine Variante der AK-47, 762 x 39 Kaliber, die haben wir dort gesehen in Großbritannien, weil sie wahrscheinlich das Waffen waren, die von dem Iran an die Houthis geliefert wurden. Von den Amerikanern beschlagnahmt wurden und die Amerikaner haben sie den, den Briten gegeben, damit die Briten sie an die Ukrainer weiterreichen. Denn die Ukrainer haben damit ein Waffensystem, was eigentlich eine AK ist, im Großen und Ganzen in der Funktionsweise, die exakte Munition benutzt und meines Wissens auch die gleichen Maga Magazine benutzen kann. Also so funktioniert das. Aber dort beschlagnahmen die Amis äh, US-iranische äh, Waffenlieferungen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, auf welcher rechtlichen Grundlage. Typ 56 und einer sagt Typ 58. Ich glaube, 56 war es. Ist aber letztendlich auch egal. Kann auch jeder selber googeln. Und das ist jetzt nun nicht unbedingt das, was man zwingend müssen, wissen muss, was die Typnummer war, glaube ich. Da wird man mir hoffentlich meine großartige Inkompetenz verzeihen. Aber wie gesagt, die Amerikaner beschlagnahmen dort. Dass sie das in dem Fall auch tun könnten, wäre nicht unmöglich. Aber hier ist davon auszugehen, dass sie schlicht übers das Kaspische Meer liefern würden. Das würde ich erwarten. Wenn wir, wenn wir anschauen, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland und, ähm, Moment, Kaspisches Meer, wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden Anrainer sind, hier Iran und hier Russland. Und im Kaspischen Meer, das ist ja ein, de facto ein Meer, da gibt es ja Kriegsschiffe drin. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, waren U-Boote. Doch, ich glaube, die Iraner haben sogar schon kleinste U-Boote jetzt im Kaspischen Meer, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die, hier fahren natürlich auch große Handelsschiffe. Und auf denen kann man ohne weiteres diese Raketen platzieren. Oder man bringt äh, Turkmenistan und Kasachstan dazu, dass sie den, den Durchtransport erlauben. Ähm, das, ob das realistisch ist, kann ich nicht beurteilen, aber per Seefracht sollte es kein Problem sein. Ähm, dass die Aserbaidschaner es erlauben, hätte ich ein bisschen Zweifel. Aber wie gesagt, ich würde erwarten, dass die einfach hier per Schiff gehen und dann können die Amerikaner es gar nicht abfangen. Ähm, das wäre zumindest die Erwartung von meiner Seite. Angenommen, es wird eine atomare Interkontinentalrakete über Polen abgeschossen, explodiert der Sprengkopf beim Aufschlag oder wird dann da alles verstrahlt beim Aufschlag? Wie muss man sich sowas vorstellen? Okay, ich verstehe. Die Frage ist, wenn eine, eine atomar bestückte ballistische Rakete im Flug abgeschossen wird über Polen. Es gibt, dass die detoniert ist, nahezu ausgeschlossen, denn normalerweise sind die. Die äh, Sprengköpfe heute Implosionssprengköpfe, Plutonium, das ist die Regel. Das heißt, wir haben eine kleine Kugel aus Plutonium und die hat rundherum Spreng Sprengplatten. Und das ist tatsächlich die, eine, der groß, eine große Kunst beim Atombombenbau. Denn ich, kann, ich brauche diese Zündung weniger wegen ihrer, wegen ihrer eigenen Explosionskraft, sondern weil sie bei der Explosion eine so große Hitze erzeugt, dass sie das Wasser, den Wasserstoff, den ich darum platziere, Deuterium und Tritium, dass sie den mit der Hitze der Explosion zu Beginn zur Kernfusion führt. Das heißt, die, der Sprengsatz im Inneren dient lediglich der Erzeugung der Hitze für die Kernfusion für die Wasserstoffbombe. Das ist der normale Einsatz von Kernwaffen heute. Dabei ist es hilfreich und sparsam, sowohl Platzsparsam als auch Ressourcensparsam, diesen kleinen Kern so klein wie möglich zu machen. Und wir haben eine kritische Masse, also das ist, wir gehen jetzt ein bisschen in die Kernwaffenproduktion. Die, die Kerne sind ein Stück weit voneinander entfernt, die Plutoniumkerne. Und beim Zerfall schießen die Neutronen raus. Und wenn die einen anderen Kern treffen, erzeugen sie den ebenfalls zum, zum Zerfall, erzwingen sie dessen Zerfall. Je näher die Kerne aneinander sind, desto wahrscheinlicher wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Dadurch drückt man mit einer Explosion die Kerne ineinander, man, man quetscht sie zusammen. Und auf diese Art und Weise, ähm, Damien, Sie wollen einen Timeout, glaube ich, denn der Ton ist an. Ähm, der, der, ähm, auf diese Art und Weise quetscht man den Plutoniumkern zusammen, damit die Kerne eng beieinander sind und eine Kettenreaktion erzeugen. Und je, je kleiner der Plutoniumkern ist, der bei der Explosion zusammengedrückt wird, desto platzsparender, desto ressourcensparsamer ist es. Aber jetzt der entscheidende Punkt: Um eine Kugel eines Schwermetalls zusammenzupressen und zwar zu komprimieren in sich selbst, muss die Detonation rundherum im exakt gleichen Moment stattfinden. Da darf kein, kein Hundertstel Unterschied sein in der Sprengplatte. Ansonsten geht die Explosion, sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und der ist natürlich an der Stelle, wo keine Explosion stattfindet in dem Moment. In dem Moment funktioniert die Kernwaffe nicht. Und das ist extrem kompliziert, ist die hohe Kunst des Kernwaffenbaus, das ist die, die große Herausforderung. Und dieser, diese Detonation ähm, wird praktisch durch ist, wird durch, eine, durch einen Treffer eines einer Abwehrrakete nahezu unmöglich, weil der, der Sprengkopf physisch zerstört wird und damit natürlich die Sprengplatten rundherum. Also, dass die dass die Atomwaffe zündet bei einem Einschlag oder bei einer Zerstörung durch einen Splittergefechtskopf in großer Nähe ist nahezu ausgeschlossen, die einzig wahrscheinliche Möglichkeit einer Detonation wäre, dass die Rakete irgendwie einen Annäherungszünder ihrerseits hätte, um sozusagen lieber zu explodieren als abgefangen zu werden, aber das ergibt wenig Sinn, den zu verbauen. Also es wird nicht zum es wird mit nahezu absoluter Sicherheit keine keine atomare Detonation erfolgen. Was bedeutet, wir haben das Deuterium und Tritium rundherum. Das, das ähm, sollte in flüssiger Form sein, wenn ich mich recht entsorge. Und bei der Zerstörung dürfte das einfach verdampfen, damit weg sein, irrelevant. Und was bleibt, haben wir dann wahrscheinlich drei Kilo, zwei Kilo Plutonium, die in großer Höhe zerstört werden, verstaubt werden de facto und dann halt als, als Fallout niedergehen. Nicht besonders gesund, wenn sie davon was einatmen, aber auch nicht das Ende der Welt. Also ich meine, das wird die Krebsrate lokal erhöhen und da werden ein paar Menschen wahrscheinlich sterben. Aber das ist nicht die Katastrophe, die vergleichbar wäre im Falle eines Einschlages einer Atomwaffe. Also ich will nicht kleinreden, sie wollen definitiv kein Plutonium essen. Und wenn das per Staub runterkommt und auf ihrer Tomate ist im Garten und die essen sie, ohne sie zu waschen, dann haben sie ein gesundheitliches Problem. Und zwar vermutlich ein ernstes. Aber die Menge, drei Kilogramm Plutonium ist nicht viel. Und wenn ich mich recht entsinne, ich bin mich komplett sicher, war die, die kritische Masse 5 Kilo. Das heißt, wenn die Kugel von sich aus aus 5 Kilogramm Plutonium besteht, detoniert sie ohne Fremdeinwirkung. Und das will man natürlich nicht. Also muss es weniger sein. Wir reden also von realistisch zwei bis drei Kilogramm Plutonium. Das ist nicht viel. Und in großer Höhe zerstört bedeutet, es wird auf riesigem Raum verstreut, was die Konzentration am Boden wieder massiv verringert. Also ich glaube, die, die Wirkungen sind nicht schön, aber sie sind nicht dramatisch. Ähm, 50 Kilo war Uranium 235, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt 50 Kilo. Ähm, und das, das wird ja mit, mit normalerweise mit Kanonenprinzip gezündet. Ähm, Plutonium hatte deutlich geringer. 10 Kilo möglicherweise, aber ich glaube, es waren 5. Wie entstehen die Wagner-Truppen und sind diese ernst zu nehmen? Äh, früher Rekrutierung von Russen und Ausländern, die, die ähm, eingestellt werden, die ähm, geworben werden als Söldner, die dann eine Ausbildung erhalten. Teilweise ehemalige Soldaten gegen gutes Gehalt, teilweise Menschen, die nicht als Soldat geeignet waren, aber so Art werden sollten, denn als Vorbestrafte durften sie nicht in der Armee dienen, wollten aber Waffen haben und kämpfen. Sind also zu Wagner gegangen. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, also wir reden von Oktober, dürfte der allergrößte Teil aus Kriminellen bestehen, die in den Gefängnissen rekrutiert werden, im Gegenzug gegen einen, einen Straferlass. Also wir, es gab ja die Videos, ihr kämpft sechs Monate an der Front und dann erhaltet ihr ein, eine Begnadigung. Und wenn ihr in den sechs Monaten euch überlegt, anders überlegt, dann exekutieren wir euch vor Ort. Das heißt, es sind klassische Strafbataillone, die sozusagen eine Chance den, 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 den Kriminellen bieten, eine Chance, eine lange Gefängnisstrafe unter Risiko der eigenen, des eigenen Todes und der eigenen Verstümmelung in eine Begnadigung umzuwandeln. Ähm, wie ernst sind sie zu nehmen? Ein Stück weit wahrscheinlich ernst zu nehmen, weil sie als absolut verkraftbare Verluste angesehen werden durch jeden Beteiligten. Das heißt, die werden vorangetrieben unter unter äh, ohne Rücksicht auf Verluste und wenn ich mit einem Gegner zu tun habe der der weiterläuft der weiter angreift auch wenn er große Verluste erleidet, dann kann der natürlich auch was erreichen und dazu kommt gibt es noch Geschichten, dass die bezahlten Wagner Söldner, die es ja noch gibt, die sollen angeblich nur ein Gehalt erhalten, erst wenn Bagmut genommen wird. Das ist ein Gerücht, was ich in den letzten Tagen gelesen habe, was kolportiert wird, dass eben die ihre Bezahlung erst nach Erreichen eines bestimmten Ziels erhalten, das heißt, die wollen ihr Gehalt und damit greifen sie motivierter an. Also, sie sollten ernst genommen werden, aber die werden den Krieg für sich nicht alleine entscheiden. Ich brauche meine Kehle, wird trocken. Ich muss eine kleine Getränkepause machen. Ich bin gleich wieder da. Moment. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei Tarandoke und Gogo äh, -Go Gorilla. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Übrigens, es scheint jetzt zu funktionieren, dass wir in Abspann die Paypal-Spender ebenfalls haben. Von daher werden Sie auch dort Ihr Dankeschön zumindest in schriftlicher Form erhalten. Vielen lieben Dank an jeden, der den Kanal unterstützt. Ohne Sie wäre das alles nicht möglich. Sie wissen das. Herzliches Dankeschön dafür, dass Sie mir das ermöglichen. Oder uns muss ich sagen, vielen lieben Dank. Ich kann mich dann dafür nicht oft genug bedanken und wenn auch Sie den Kanal unterstützen möchten, dann können Sie das in, auf die Art und Weise der Beschreibung und natürlich, auch indem Sie gefällt, mir drücken, äh, den Kanal abonnieren, den Kanal, Freunden und Bekannten empfehlen, Glocke nicht vergessen, wenn Sie abonniert haben und Kommentare im Wort hinterlassen. Es tauchen immer mehr Bilder von Russen mit Ausrüstung und Waffen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf. Wie wirksam sind diese in Bezug auf moderne Waffen und Ausrüstung? Alles, was ich jetzt im Rahmen der Mobilmachung gesehen habe, waren Fälschungen. Ich habe noch keine gesehen mit tatsächlichen Waffen. Wir haben gesehen äh, Kämpfer aus dem Donbass mit Mosin Nagant. Äh, das scheint ziemlich klar zu sein, dass die tatsächlich welche gesetzt genutzt haben. Aber das kann sogar bewusst gewesen sein, denn das sind Zwangsrekrutierte, die sich möglicherweise als Ukrainer sehen. Und wenn ich denen ein Repetiergewehr gebe, dann ist es Deutlich weniger gefährlich für die eigenen Truppen, als wenn die eine Maschinenwaffe haben, weil die Munitionskapazität geringer ist und die Feuerrate dramatisch geringer ist. Dass die Fronttruppen Erster und Zweiter Weltkrieg Ausrüstung haben, habe ich nicht gesehen, dass das in irgendeiner Art und Weise tatsächlich stimmen würde. Mosin-Nagant haben wir vorher schon gesehen im Einsatz als Scharfschützengewehr. Da ist sie durchaus noch zu gebrauchen. Die Munition der mosin und das ist eine Waffe aus dem Zarenreich, ähm, die Munition hat eine hohe Durchschlagskraft, die geht auch durch eine mittelmäßige Körperpanzerung durch wie nichts. Das Gewehr ist, als wenn es sauber gebaut wurde, sehr genau, mit einer guten Optik drauf. Der Scharfschütze braucht ja, und das ist immer der Hinweis auch so an Präzisionsartillerie, wenn ich treffe, was ich treffen will, und im Ziel die gewünschte Wirkung entfalte, sei es durch Sprengladung der Rakete oder Granate oder sei es durch Durchschlagskraft der Kugel, dann brauche ich keine fünf Kugeln oder fünf Granaten, dann reicht eine. Das heißt, wenn das Scharfschützengewehr genau ist, die Optik gut ist, der Scharfschütze gut ist und die Kugel die gewünschte Wirkung im Ziel erzeugt, dann reicht auch ein, ein Repetiergewehr. Wir haben auch heute noch in vielen Streitkräften Repetiergewehre als Scharfschützengewehr im Einsatz. Es erfolgt erst jetzt, so seit einigen Jahren, wird in zunehmendem Maße auf halbautomatische Gewehre umgestellt. Früher war, galten Repetiergewehre auch als genauer. Das heißt, vor 20 Jahren war es noch absoluter Standard weitestgehend die richtigen Scharfschützengewehre, nicht die unterstützenden Scharfschützengewehre wie das Dragunov, sondern die richtigen Scharfschützengewehre für größere Distanz waren in der Regel noch ähm, äh, Repetierer. Das hat sich jetzt geändert, aber die tun ihre Pflicht. Was wir tatsächlich aber gesehen haben, waren die territorialen Einheiten der Ukraine. Die haben, da haben wir Ppsh gesehen, Pps h43. Wir haben Maxim Maschinengewehre gesehen. Äh, wir haben Nagant, bin ich nicht sicher. Also da haben wir ein paar verschiedene Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen, aber letztendlich sind die besser als nichts. Und ähm, glauben Sie mir, von einem, einem Maxim-Maschinengewehr wollen Sie auch nicht getroffen werden. Auch wenn das Ding 100 Jahre alt sein kann, zumindest der Entwurf des Gewehrs. Ähm, die russischen selbst, nach meinem Kenntnisstand, stimmt das alles nicht. Ähm, das waren, waren Bilder so von, von ähm, Live-Action-Role-Playing oder sowas, wo die in, in, mit Museen rumgelaufen sind. Das dürfte nicht stimmen. Da habe ich mich schon bedankt. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie funktionieren denn eigentlich solche Gefangenenaustausche? Wer verhandelt das und wie kommen die Anzahlen der ausgetauschten Personen zustande? Im Normalfall, ich bin jetzt nicht sicher, ob das immer jetzt übers Rote Kreuz war, aber im Normalfall erfolgt es übers Rote Kreuz. Ähm, denn es ist ja auch so, die, man muss die Person ja theoretisch dem anderen irgendwie übergeben, ohne übers Ohr gehauen zu werden. Und ein Krieg ist jetzt nicht gerade eine vertrauensfördernde Maßnahme. Das heißt, so im Sinne von, wir geben euch mal eure 100 Soldaten, weil die, ihr werdet schon euer Wort halten, das ist jetzt nicht der richtige, unbedingt der gute Ansatz, um sicherzustellen, dass die rausgehen. Das heißt, die einfache Lösung ist es, man nimmt 100 Soldaten, man handelt entweder direkt oder über einen Vermittler oder über das Rote Kreuz, handelt man mit der anderen Seite aus, wir tauschen 100 aus und man redet über die Details mal wird eins zu eins getauscht, mal nicht. Kommt auf die Wichtigkeit der Personen an, auf die Verhandlungsposition. Aber dann ist normalerweise sinnvoll, man übergibt die eigenen 100 dem Roten Kreuz als neutrale Institution, die von eigentlich allen respektiert wird. Und das Rote Kreuz nimmt daraufhin die 100 Gefangenen der anderen Seite entgegen. Und wenn beide da sind, dann erfolgt der Austausch, um so sicherzustellen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Kann das Iris-T-System auch gegen die Kamikaze-Drohnen helfen? Und wenn nicht, was könnte helfen? Äh, von wegen Kosten-Nutzen-Verhältnis gepaart Luftabwehr gegen ähm, Hesa Shahid 136 für 20.000 US-Dollar. Also, Iris T dürfte sehr gut dagegen helfen, ist, wie sie aber richtig sagen, eigentlich lächerlich äh, überqualifiziert dafür und damit viel zu teuer. Ähm, theoretisch wäre vielleicht was wie Iron Dome zu gebrauchen. Das ist eigentlich eher gegen ballistische Raketen, aber es müsste eigentlich gegen sowas auch zu gebrauchen sein. Da sind die Raketen inzwischen relativ billig. Allerdings müsste Israel mal anfangen, Waffen zu liefern. Das könnte jetzt langsam der Fall sein. Es gab jetzt schon irgendwie, was war das? Der, der Minister für die Aliyah, glaube ich. Also ich glaube, der Minister für die Juden, die nach Israel einwandern. Also immerhin schon mal ein Regierungsmitglied hat erklärt, wenn, dass der Iran jetzt ballistische Raketen liefere. Israel dürfe auch nicht mehr beiseite stehen, sondern müsse die Ukraine beliefern. Das ist aber nur ein Minister. Ist noch nicht die Regierung. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder erklärt, warum die Regierung so Probleme damit hat, die, die Ukrainer zu unterstützen, weil Russland den Israelis zu sehr Probleme im Nahen Osten bereiten kann, als dass die die guten Beziehungen zu Moskau einfach deswegen aufgeben würden. Ähm, am besten ist wahrscheinlich artilleristisch, also rohe Artillerie gegen diese Drohnen. Denn die Preis... Wenn die 20.000 US-Dollar stimmen als Produktionskosten, ich glaube, das sind Schätzungen aus dem Westen, dann ist jede Flugabwehrrakete deutlich teurer. Nun gut, der Westen hat mehr Geld als Russland. Also kann er theoretisch die in, in schlechten Verhältnis umtauschen. Aber nichts ist so billig wie eine Salve an, an aus einer Maschinenkanone. Die kostet ein Tausender. Ein paar hundert. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an artilleriesystem zur abwehr von ballistischen raketen also von nicht ballistischen raketen von artillerieraketen mit ballistischer flugbahn von drohnen von ähnlichem von, von kampfhubschraubern und ähnlichen äh, da wird auch weiter neu entwickelt das wäre wahrscheinlich das äh, effektivste das problem dabei ist immer dass die eine sehr beschränkte reichweite haben über fünf kilometer reicht fast nichts hinaus und je nachdem wo die positioniert sind können sie überhaupt keine fünf kilometer schießen wegen der Geografie. Oder ähnliches. Also, aber im Prinzip, Gepard zum Beispiel, wenn sein Radargerät, und das sehe ich gleich hier: die andere Frage von Climate Change is Coming, die kann ich da gleich mit beantworten. Wenn der Gepard sein Zielverfolgungsradar in der Lage ist, die Shahid anzuvisieren und ich würde davon ausgehen, dass es kann, ähm, die ist zwar ein kleines Ziel, aber so grottenschlecht ist das Radargerät des der, der, Gepard nicht, das Zielverfolgungsradar. Wenn die Drohne entdeckt wird, und dann das zielverfolgungsradar ist sie anvisieren kann dann müsste der gepard sehr gut dafür geeignet sein aber nur auf fünf kilometer reichweite. das heißt um eine stadt wie kiew zu, zu schützen und wenn wir davon ausgehen dass wir nur einen pro frontabschnitt brauchen was eigentlich unrealistisch ist weil der hat ja auch mal wartungszeiten oder ähnliches dann hätten wir 50 Kilo, 60 kilometer im idealfall Wären das so mehr oder weniger ähm, schon mal sechs Geparden, die man nur hier verbrauchen würde? Und realistischerweise würde man wahrscheinlich eher zwölf aufstellen. Und die Ukrainer haben nur 30 geliefert bekommen. Das wäre jetzt ein halbwegs ausreichender Schutz wahrscheinlich für Kiew, wenn man dort zwölf, wenn man dort ein Drittel der gesamten Gelieferten hinstellen würde. Die Ukraine hat aber noch viel mehr Ziele und die Geparden werden benötigt an der Front. Denn das, wo sie richtig gut sind, sind eine, eine Panzerkolonne zu begleiten. Und jeden Kampfhubschrauber, der die zerschlagen will, abzuschießen. Das heißt, der Gepard kann man dafür verwenden, aber eigentlich sollte er besser den ukrainischen Angriff unterstützen. Aber das Beste gegen Shahid, gegen Drohnen wie diese, dürfte die Rohrartillerie sein, die Rohrflugabwehr. Aber die ist halt nicht in über die, Maßen, über die nicht gerade in übermäßigen Zahlen noch vorhanden. Da muss man eben schauen, wie weit man dort an Material kommt. Aber das ist sicherlich das Beste, was dafür, dafür geeignet ist. Andreas Hermann, vielen Dank für die Unterstützung. Henis Metzgenis, herzlich willkommen als Mitglied. Danke für die Unterstützung. Ähm, Guni Netzer, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn Sie ruhig vortragen, wie zum Beispiel beim KF51-Video, sind Sie äußerst angenehm zu hören. Vielen Dank für die herausragende Berichterstattung. Vielen Dank fürs Lob. Ähm, ich, ja. Ich versuche, es so gut wie möglich zu machen. Und Gruß an die Siegfried Ultras. Der Streamtechniker ist sorgt offensichtlich heute für gute Leistung des Streams. Können die USA und GB nicht aufgrund des Budapester Vertrages eine Schutztruppe entlang der belarussischen Grenze stationieren? Wäre ja kein direktes Einmischen und eine Entlastung. Könnten sie? Ich meine, wer will sie daran hindern? Mal ganz ehrlich. Hätte die ukrainische Regierung etwas dagegen, wenn die Briten 15.000 Soldaten an der weißrussischen Grenze stationieren? Ziemlich sicher nicht. Wenn die USA es, also ich meine, wenn die Briten es wollen und die USA dagegen sind, dann würden die USA massiven Druck auf die Briten ausüben. Daher wäre es dann unwahrscheinlich, denn die, die Briten sind kein Vasall der Amerikaner, aber die realen Machtverhältnisse, wirtschaftlich, militärisch, in jeder Hinsicht, sind klar auf einer Seite und das ist nicht die britische. Also die Amerikaner hätten da theoretisch eine theoretische Möglichkeit, da so Druck auszuüben, dass die Briten sagen, na, wir lassen es besser. Wenn die Amerikaner das machen wollen, wer will sie daran hindern? Der Einzige, der sich daran hindern könnte, wären die Polen, weil ohne Polen ist eine solche Truppe nicht umsetzbar. Und dass die Ukrainer dafür wären, ist klar. Die Frage ist, warum sollte man das machen? Es mag kein direktes Eingreifen in den Krieg sein, aber wenn ich Truppen in nennenswerter Größe, Kampftruppen, in ein Land schicke, das sich im Krieg mit Russland befindet, dann ist das eine gewaltige Provokation an Russland, dann ist es die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines militärischen Zwischenfalls. Und wir dürfen nicht vergessen, die NATO will, egal was Ihnen irgendeiner erzählen mag im Internet, die NATO will keinen Krieg mit Russland. Wenn sie keinen Krieg will, dann muss sie auch Anstalten machen, ihnen wenigstens den zufälligen Ausbruch zu verhindern. Wenn ich jetzt hier 20.000 Mann stationiere entlang der Grenze, ist die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ausbruchs ungleich höher als vorher. Denn eigentlich kann ich hier nicht Kampftruppen stationieren, ohne gleichzeitig auch noch eine Luftunterstützung bereitzustellen. Ich schicke nicht drei Divisionen an die belarussische Grenze oder auch nur eine oder auch nur zwei Brigaden, ohne dass ich den Luftraum über ihnen sichere. Was bedeutet, amerikanische Kampfflugzeuge sind plötzlich im, im ukrainischen Luftraum? Was bedeutet, die Möglichkeit besteht, dass die russische Flugabwehr, die anvisiert, was die Amerikaner zwingt zurückzuschlagen, womit Amerikaner russische Soldaten töten? Nichts davon will die NATO. Also es ist politisch absolut undenkbar, weil man keinen Krieg mit Russland will. Wenn man sagen würde, wenn er kommt, dann kommt er. Dann reden wir von einer ganz anderen Situation. Dann würde man schon praktisch nach Argumenten suchen, auch in Richtung, wenn man den Krieg provozieren will, in nur der Heimatfront irgendwie verkaufen will. Also wenn man jetzt, wenn jetzt ein gewisses Lager im Internet recht hätte und die NATO wolle Krieg mit Russland dann wäre das sicherlich eine gute Methode, um ihn zu erzeugen. Aber die Realität ist, in einem solchen Eingriff rechtlich umsetzbar wäre es ziemlich einfach, sicherlich. Denn letztendlich müssen nur die, die Ukrainer die Amerikaner einladen. Und wenn die Amerikaner nicht durch irgendein internationales Abkommen oder durch ein heimisches Gesetz daran gehindert sind, müssen sie der Einladung nachkommen und ihre Truppen hinschicken. Problem gelöst. Aber realistischerweise ist es undenkbar, weil das Risiko eines, eines einer Ausweitung des Krieges, einer... Eine, eine direkte, direkte Kampfhandlung zwischen den Amerikanern und den Russen führt so hoch wäre, dass es die Amerikaner niemals machen würden. Von daher halte ich eine solche Idee für nicht umsetzbar. Stefan Jennebach, vielen Dank für die Unterstützung. Wie beurteilen Sie das Verhalten von Erdogan? Interessant. Also ich, 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 Erdogan. Ist eine sehr interessante Person, was die geopolitische Lage der Türkei angeht. Ich halte es für völlig verfrüht. Also, ich glaube, die Türkei macht gerade einen großen Fehler, weil sie sich praktisch mit jedem ihrer Nachbarstaaten versaut, mit fast jedem. Sie legt sie mit fast jedem an. Aktuell funktioniert es allerdings blendend. Die Türkei interveniert gerade in jedem Land, in dem ähm, sie will. Sie hat eine, eine, sowohl was Soft als auch was im Besonderen was Hardpower angeht, ist ihr Einfluss überdimensional groß in den Regionen, in denen sie ihn einsetzen will. Wir dürfen nicht vergessen, Katar zum Beispiel, Katar war es, oder? Dass das Embargo der arabischen Nationen hatte. Die Türken sind sofort zur Seite gesprungen. Jetzt haben sie, glaube ich, eine Militärbasis in Katar, wenn ich mich als täuscht. Also die, die, die türkische Erdogan nutzt. Die Situation in der er ist gnadenlos aus. Er hat die geopolitische Rückendeckung der NATO. Keiner kann sich ernsthaft mit der Türkei anlegen, sozusagen zu sagen, jetzt seid ihr zu weit gegangen, jetzt bombardieren wir euch mal zu Hause, weil das kann dazu führen, dass die NATO eingreift. Also tut er, was er will. Ob das auch dauer gut geht, weil gleichzeitig die Türkei eine hohe Inflation erlebt, die wirtschaftlichen Probleme größer werden, weil er sich mit vielen Nationen versaut. Ich meine, die Griechen. Sind nicht gerade glücklich über das, was Erdogan in ähm, wie heißt das? Ägäischen Meer macht. Ob das auf Dauer gut geht, steht auf einer ganz anderen Hausnummer. Aktuell nutzt er die Möglichkeiten maximal aus und das sehen wir auch hier. Äh, Bayraktar, Baykar glaube ich, heißt die, die, die Mutterfirma. Also, Bayraktars werden fleißig an die Ukraine geliefert. Die Türkei hat 200 gepanzerte Fahrzeuge, also so sah so aus wie gepanzerte Geländewagen de facto. An die, an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig redet er mit Erdogan und hat, hat nicht jetzt sogar irgendwie angekündigt, eine Pipeline und eine, eine, dass, dass künftig russisches Erdgas über die Türkei irgendwie weiter verteilt wird. Also der, der spielt gerade mit allen Seiten, nutzt dabei sensationell aus. Er ist in der NATO, also kann ihm keiner was. Er ist essentiell für die NATO. Die NATO kann es sich es eigentlich nicht, nicht leisten, die Türkei zu verlieren. Sie muss die Kontrolle über Bosporus und Dardanellen behalten. Dazu braucht sie die Türkei. Die Türkei hat die zweitgrößte Armee, vielleicht nicht die zweitstärkste, aber die zweitgrößte Armee der NATO. Die Türkei ist direkter Nachbar an den Brennpunkten Syrien und Iran. Das gibt der Türkei eine unfassbare Stärke. Die Türkei ist erpresst europa mit den flüchtlingsströmen. sie wissen, sie hat dann den deal ausgemacht mit der eu, um geld zu erhalten, und dafür hat sie, haben sie die flüchtlinge zurückgehalten. wenn kein geld kommt, dann werden die flüchtlinge an die grenze geschickt. es gab die geschichte mit griechenland, wo, wo es bilder, ich glaube es gab videoaufnahmen, wo türkische grenzbeamte die, die migranten praktisch geprügelt haben, damit die auf die griechische seite rüberlaufen. und solche geschichten also, die spielt der tanzt auf allen hochzeiten. Nutzt seine Stärke gnadenlos aus und Russland ist, ist, er kann der Ukraine Waffen liefern oder gepanzerte Systeme. Er hat jetzt nicht offensiv Artillerie geliefert, aber ich meine, gepanzerte Fahrzeuge sind de facto Waffen. Gleichzeitig redet er mit den Russen, weil die Russen keine andere Wahl haben. Die Russen müssen jeder, der ihnen freundlich gegenüber noch gesinnt ist, den wollen sie, mit dem machen sie, wollen sie gucken, was sie tun können. Also, wie gesagt, beeindruckendes Maximalisieren ausnutzen jetzt in die Situation. Eine ganz andere Frage ist es, was für langfristige Auswirkungen hat es. Denn dass er damit Schäden anrichtet, ist un unzweifelhaft. Ob die, die geografische und geopolitische Lage der, der Türkei langfristig groß genug ist, gut genug ist, um das langfristig zu überdauern, ist eine andere Sache, die man separat dis diskutieren müsste. Also ich muss immer wieder sagen, ich bin absolut kein Fan der Regierung Erdogan, aber die die, der Unterschied zwischen deutscher Außenpolitik und, und türkischer könnte nicht größer sein. Ich will jetzt nicht zu böse sein, aber die deutsche Außenpolitik ist die ähm, Moralpolitik. Deutschland gibt sich als der Welterklärer und der, der alles besser weiß. Und auf der türkischen Seite haben wir Machtpolitik. Moralpolitik zu Machtpolitik. Das, der Unterschied zwischen beiden Nationen, glaube ich, könnte nicht größer sein, was die Außenpolitik angeht. Und daher ist es natürlich ein, ein interessanter Gegenpol aus der deutschen Sicht, wie ein Staat anders agieren kann. Nicht unbedingt besser. Ich will das nicht auf, nicht, nicht, man, man soll mich hier nicht irgendwo falsch verstehen. So beurteile ich Erdogans Verhalten. Also wie das langfristig ist, keine Frage. Kurzfristig hat er ein paar größere Erfolge, ähm, aber ich glaube, er zerschlägt zu viel Personal auf die, auf die lange Dauer. Das ist, das, ist die, das ist die andere Konsequenz davon. Aber es wird sich viel zeigen, wie weit, wie weit es auf Dauer funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt davon, wie er es umsetzt. Und beeindruckt kann man auch von etwas sein, was man nicht billigt, übrigens. Nur zur, nur zur Erklärung, nur zur Richtigstellung. Um, the Next Gen, denke ich, heißt es. Vielen Dank für die Unterstützung. Denken Sie, dass die Ukraine noch die Initiative hat oder ist die Offensive gestoppt? Es wirkt so, als ob Russland wieder langsam Überhand gewinnt. Ich sehe es noch nicht. Denn wenn wir. Schauen Sie sich mal die, die Meldung aus dem russischen Telegramm an. Die erklären, die Ukrainer sammeln hier riesige Truppen für einen Vormarsch. Die erklären, die Ukrainer sammeln sich gerade hier für einen Vorstoß. Die erklären, die Ukrainer sammeln sich gerade hier für einen Vorstoß. Klingt das so, als ob die, das ukrainische. Das russische Internet. Ich rede hier von den russischen Militärbloggern. Wir haben weitgehend Fachleute. Das sind entweder Leute, die an der Front vor Ort sind, so wie, wie Pegov, wie Walkonso, der ständig an der Front ist. Wir reden von Leuten wie Streichhoff Girkin, die äh, Offiziere sind, ehemalige Offiziere, die teilweise vor Ort gekämpft haben. Das heißt, wir reden von Leuten, die sie eigentlich auskennen müssen. Hören sich deren Aussagen so an, als ob die Initiative auf der russischen Seite wäre? Wie gesagt, ich kann immer irren. Ich kann nur Dinge bewerten, die ich erfahre, nach meinem Kenntnisstand und mein Wissen ist auch nicht allumfassend. Aber nach all dem, was ich sage, ist die ukrainische Offensive nicht gestoppt und die Initiative nicht auf russischer Seite. Die ukrainische Offen Offensive stoppt gerade. Es ist ein bisschen Unterschied zwischen ist gestoppt und gestoppt, das mag sophisterei sein. Aber ich würde ich wäre mehr davon überrascht, wenn wir plötzlich ein Zurückwerfen der Ukrainer sehen, als wenn wir einen neuen Durchbruch der Ukrainer sehen. Also, ich glaube die ich bin nach wie vor der Ansicht, dass die strategische Initiative weiterhin auf der ukrainischen Seite ist, zumindest anhand der mir vorliegenden Informationen und da beziehe ich auch die russische Sicht mit ein. Und wenn ich Ihnen sage, die russischen Militärblocker sind eindeutig. Die rechnen der Ukraine aktuell die Initiative zu. Die, die Gegenseite. Können die Chinesen die derzeitige Lage dazu nutzen, über Taiwan herzufallen, um vielleicht ihren Vorteil zu nutzen gegenüber den Amis? Theoretisch ja, praktisch extrem unwahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt. Ich sehe auch, wir haben schon wieder über zwei Stunden angekommen. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich will es kurz erklären, wieso es unwahrscheinlich ist. Meine große Gefahr, die große Gefahr, die ich zu Beginn des Krieges sah, war, dass, dass das passiert. Wenn ich, ich hätte erwartet, dass wir zwei Wochen nach Beginn des Krieges erfahren, dass der Fährbetrieb zu irgendwelchen Inseln eingestellt wird, weil die, die also in, zu irgendwelchen chinesischen Inseln, weil die Chinesen ihre Fähren zusammenziehen für amphibische Operationen. Ich hätte erwartet, dass wir erfahren, dass sich die Schiffskonzentrationen auf der anderen Seite der Formosa-Straße massiv erhöhen. Also auf, am chinesischen Festland. Die Ablenkung durch die NATO, wäre durch die, der NATO, durch Russland wäre der perfekte Zeitpunkt. Allerdings hat die NATO in einer Art und Weise reagiert, die ich nicht erwartet hatte und die möglicherweise auch die Chinesen nicht erwartet haben. Sie hat sie extrem geschlossen reagiert. Ähm, sie hat stark und mächtig reagiert. Achten Sie mal drauf, was die Polen gerade mit, ihrem Armee, mit ihrer Armee machen. Wenn die polnischen Militärrüstungen fertig sind, dann kann man sich langsam fragen, ob die Polen langsam alleine in der Lage sind, die Russen zu stoppen. Ohne Hilfe der NATO. Die Polen rüsten auf, das ist, das, das ähm, klingt so, als ob sie, um mal, um mal ein bisschen mich meiner, meinem Publikum anzunähern, dem jüngeren Teil des Publikums, ähm, das klingt so, als ob sie den, den Cheaten würden und den Unlimited Funds Cheat anhätten. Also ob sie in einem Computerspiel betrügen würden, so dass sie un unbeschränkte Geldmengen haben, um ihr Militär aufzurüsten. Die kaufen Waffen ein. Das ist unfassbar. All diese sagen, die, die Briten wollen ihr Militärbudget effektiv verdoppeln. Deutschland erklärt 100 Milliarden äh, Sonderausgaben fürs Militär. Da kommt dann am Ende nicht allzu viel in also darüber ließ sich dann separat diskutieren was das im endeffekt tatsächlich bedeutet aber die NATO hat unfassbar geschlossen reagiert die Sanktionen, die der Westen den Russen gegenüber erlassen hat, sollen die stärksten Sanktionen aller, Seite, aller Zeiten sein. Äh, es sei angeblich nie ein Land so sanktioniert worden wie Russland. Habe ich jetzt mehrfach gehört. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ob Nordkorea nicht noch härter sanktioniert war, aber angeblich, all das sind Faktoren. China hat diese Geschlossenheit des Westens ist nicht die perfekte Ausgangslage, um eine Invasion Taiwans zu beginnen. Denn China ist nach wie vor essentiell abhängig von Importen von Nahrungsmitteln und von, von äh, Kohlenwasserstoffen. Und die vereinigten Streitkräfte der NATO und ihnen verbündeten Nationen sind absolut in der Lage, eine Fernblockade gegenüber China durchzuführen. Ähm, selbst wenn China es schaffen sollte, Taiwan zu besetzen, wenn der Westen dort nur halbwegs so geschlossen reagiert wie auf Russland, dann verliert China, weil es ausgehungert wird. Komplett. Und daher halte ich die, die Wahrscheinlichkeit einer Invasion jetzt für merklich geringer als, als nahezu für, für ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, nach einer, einer Woche zu, zu Beginn des Krieges habe ich gedacht, in drei Monaten stehen sie auf Taiwan. Das hielt ich dafür eine realistische Chance, aber die Reaktion des Westens war so, so mächtig und einhellig, dass sie, dass sie wirklich. Ähm, äh, ich denke, die Invasion ist heute deutlich weniger wahrscheinlich. Heute nicht viel, aber trotzdem mein Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, auch für die 2 Euro. Herzlichen Dank. Das sind 2 Euro, die sie vorher hatten. Das ist für mich nicht mal ein Benediktinerbier, aber so. Sagen wir mal ein Bier, was Sie mir ausgeben. In Deutschland hätten Sie sich davon drei Bier kaufen können. Sie haben also auf drei Bier verzichtet, um mir eins auszugeben. Das ist eine tolle. Da sage ich herzlich Dankeschön. Vielen lieben Dank für Ihr Bier. Für das Bier, was Sie mir ausgegeben haben. Uh, Leading Innovations, danke für Ihr erneut informativen Abend. Danke für Ihnen für Ihre Unterstützung. Und Awesome Elina, vielen Dank für Ihre sehr informativen Livestreams. Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Denken Sie nicht, dass zum Beispiel die chinesische Geheimdienst Russland Waffen, Munition und Technologie sendet bei so einer langen gemeinsamen Grenze. Möglich wäre es natürlich, allerdings ähm, lässt sich sowas auch herausfinden. Die Chinesen liefern weiter über die Grenze und da werden auch Chips mit dabei sein. Aber ich muss mich jetzt noch einlesen, was genau da jetzt passiert ist. Irgendwas haben die Amerikaner gemacht mit den Chips bezüglich Chinas äh, letzte Woche. Peter Zeyhan kündigt gerade an, dass irgendwie die chinesische Hightech-Industrie in sich kollabieren werde. Wie gesagt, ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen. Ich muss mich da noch im Detail einlesen, was da passiert ist. Dass die Chinesen die Russen unterstützen können, ist selbstverständlich. Die Grenze ist lang genug. Dass es auf Dauer geheim bleibt, ist eine andere Geschichte. Denn man kann die lieferte Waren verfolgen. Wenn sie an der Front ankommen, weiß man, woher die kommen die sind identifizierbar aufgrund der zusammensetzung der sprengstoffe der metalle etc. wenn china aktiv in diesen krieg eingreift durch substanzielle lieferungen erst recht von militärischem material wir reden nicht von irgendwelchen chips die dann am ende die elektronische steuerung eines, eines gepanzerten fahrzeugs äh, steuert sondern wir reden von waffen von hightech gerät für einen marschflugkörper wenn herauskommt, dass die Chinesen jetzt liefern, dann drohen ihnen ebenfalls Sanktionen. Daher sind die Chinesen zurückhaltend und wir sehen, dass das Handelsvolumen China-Russland ist wohl merklich zurückgegangen ohne Sanktionen, weil ganz und die Interpretation, die ich gelesen habe, ist, dass die chinesischen Firmen Angst haben vor Sanktionen, wenn sie zu viel nach Russland liefern. Also der, die Chinesen können den Russen helfen. China wird aber nicht den Russen helfen, wenn es ihm selbst wehtut. Das heißt, es wird dort schon irgendwo Unterstützung geben. Dass die Chinesen komplett den Russen die kalte Schulter zeigen, damit ist nicht zu rechnen. Aber es dürfte sich in einem Rahmen halten, der, der kein ernsthaftes Risiko für China bedeutet. Und das wiederum bedeutet keine ernsthafte Hilfe für Russland. Das wäre meine Erwartung, denn den Chinesen, wie gesagt, das Verhältnis ist schwierig. Und wir haben hier, wir müssen hier eine Entscheidung der chinesischen Regierung annehmen, die uns schwerfällt. Ich kann Ihnen sagen, was meine Kenntnis der chinesischen Geschichte und Kultur und des chinesischen Selbstverständnisses angeht, gehe ich davon aus, dass man China... Ich sehe keine rationale Grund, keinen rationalen Grund, warum China sein eigenes etwas über die Maßen riskieren sollte für einen russischen Angriff auf die Ukraine. Es ergibt null Sinn aus chinesischer Sicht. China will Russland nicht, nicht verlieren sehen. China fände einen russischen Gewinn ganz gut. Aber in dem Moment, wo China erwartet, dass es anschließend schmerzhafte Konsequenzen zu verspüren hat, überlegt es sich dreimal, ob es eingreift, weil China die, die russisch-ukrainische Grenze ist den Chinesen ziemlich egal. Das heißt, hier sind es so Dinge, die, die nicht ganz, die, die schwer fällt, gänzlich zu entscheiden, weil es Xi Jinpings äh, letztendlich Xi Jinpings Entscheidung ist, wo er die Grenze zieht, was die Unterstützung angeht. Aber grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass die Chinesen sich selbst in irgendeinem Maße riskieren. Und da eben es auf Dauer nicht geheim zu halten ist, wenn es substanzielle Hilfe ist. Wir reden hier von Hilfe, die einen Unterschied macht. Die ist nicht geheim zu halten. So wie die Iraner behaupten bis heute, dass sie den, den Russen keine Drohnen liefern. Das ist nicht geheim zu halten, dass diese Drohnen da sind, dass das iranische Drohnen sind. Die Iraner können noch so oft behaupten, dass sie denen keine liefern. Daher, also Hilfe, die einen Unterschied macht, halte ich für ausgeschlossen, dass die auf Dauer geheim zu halten ist und dann tut es den Chinesen weh und wird den Chinesen, ist es den Chinesen das wert? Das ist eine große Frage, die ich, wo ich glaube, dass nicht, aber ich betone hier glaube. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber ich bin nicht Xi Jinping, der kann eine Entscheidung treffen nach Parametern, die mir fremd sind, die ich anders bewerte aufgrund kultureller und politischer unterschiedlicher Ansichten. Das ist nicht, also nicht, nicht abschließend zu beurteilen. Man sieht bei den ukrainischen Streitkräften immer wieder Einheiten mit rot-schwarzer Flagge. Wissen Sie, wofür die steht, zu bewerten ist? Danke für die tollen Berichte. Meines Wissens ist rot-schwarz in der Ukraine steht für den rechten Sektor. Ich habe die sehr lange überhaupt nicht gesehen. Ähm, die war zu sehen im Rahmen der Revolution 2014. Die war zu sehen bei den freiwilligen Verbänden des rechten Sektors im Kampf gegen die. Die äh, russischen Truppen 2014, 15 und gegen die ähm, Agenten dort etc., bei den, bei den Kämpfen dort. Ähm, dass die jetzt, ich, ich kann mich nicht erinnern, die überhaupt seit Februar einmal gesehen zu haben. Ich will nicht behaupten, dass die nicht zu sehen ist. Aber ständig zu sehen ist die ziemlich sicher nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Aber die bedeutet, die ist das Zeichen des rechten Sektors. Und der rechte Sektor ist eine, ja, wie will man den bewerten? Ultranationalistische rechte Organisation? Ist der noch rechtsradikal oder schon rechtsextrem? Ist er überhaupt rechtsradikal oder nur sehr rechts? Keine Ahnung. Da wird sehr viel bei der Bewertung des rechten Sektors wird von ihren persönlichen politischen Einstellungen abhängen. Ich glaube, der hat auch eine Geschichte von Antisemitismus. Glaube ich. Also der ist an sich, wird der im Allgemeinen als eine ziemlich unschöne Gruppe angesehen. Dessen Erkennungszeichen ist schwarz-rot oder rot-schwarz. Ich bin mir auch nicht gekommen. Ich glaube rot-schwarz. Jetzt muss nicht jedes rot-schwarz bedeuten rechter Sektor. Vielleicht ist auch einmal umgedreht, dann bedeutet es irgendwas anders. Und wie gesagt, ich habe die nicht häufig gesehen. Aber die einzige Bedeutung von Rot-Schwarz, die mir im ukrainischen Kontext bekannt ist, ist der Zusammenhang mit dem rechten Sektor. Das ist der einzige mir bekannte Sektor Zusammenhang. Ähm, gibt es eigentlich schon neue Erkenntnisse über die effektivität der russischen mobilisierten? Ähm, ja sie fallen bereits zahlreich geben bereits zahlreich auf jammern wenn sie Videos machen wie schlecht sie ausgebildet und ausgerüstet sind also die mobilisierten tun mir ehrlich leid. Ich bin bekanntermaßen kein Freund der russischen Regierung, aber was die mit den mobilisierten macht ist mord. Das wenigste, was ein Soldat erwarten kann, ist, dass ihn die Regierung nicht absichtlich auf die Schlachtbank führt. Das ist das wenigste, was, was eine Regierung einem Soldat schuldet. Und ich glaube, hier begeht die russische Regierung in meinen Augen ein Kapitalverbrechen am eigenen Volk. Denn man kann über den Krieg diskutieren, wie man will, der ist klar völkerrechtswidrig, Russland ist klar der Aggressor etc. Aber wenn Sie die prorussische Seite Ihnen aus irgendwelchen Gründen nahe liegt und Sie diesen Krieg verteidigen wollen, dann sei dem so. Aber was die russische Regierung mit den Mobilisierten macht, ist Mord. Leute drei Schuss zu geben, ihnen keine Ausbildung zu geben, ihnen kaum Ausrüstung zu geben und sie dann an die Front zu schicken. Das ist, da werden sie verheizt. Das ist Kanonenfutter. Und das, ist, das ist nur. Das dient der, der Russi-, der ukrainischen, dem ukrainischen Munitionsverbrauch, um es mal böse zu sagen. Das ist verbrecherisch. Anders ist das nicht zu sagen. Und das ist das, was wir von den Mobilisierten bislang sehen, dass die, ähm, wie gesagt, man kann über die Mobilmachung diskutieren, über die es mag rationale Gründe geben, die Seite des Aggressors zu unterstützen, alles. Aber selbst ein prorussischer Unterstützer sollte eigentlich, muss eigentlich, das, was mit den Mobilisierten passiert, aufs Schärfste verurteilen. Weil das ist, das ist, das ist, ein Verbrechen. Und das ist es nicht zu sagen. Ähm, dann mache ich noch ein, eine Frage und dann lassen wir das für heute. Dann beenden wir das für heute. Wir sind schon wieder bei zweieinhalb Stunden. Ich muss wirklich mal mir einen Timer setzen und nach zwei Stunden abwürgen oder sowas. Aber gut, ähm, mache ich natürlich gerne hier. Und die Kehle hat auch noch ein bisschen mitgehalten. Ist das brutale Vorgehen der russischen Armee typisch für Sie, historisch betrachtet? Ah, ähm, politisches Minenfeld. Sagen wir mal so, die meisten Nationen freuen sich nicht darüber, wenn eine, in eine Invasionsstreitmacht ihr Land betritt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber irgendwie haben die russischen Streitkräfte in den letzten 150 Jahren besondere Angst ausgelöst. Ähm Samuel P. Huntington in dem Buch Kampf der Kulturen, was ich Ihnen übrigens sehr nahelegen möchte, ist ein großartiges Buch. Moment, bin ich noch richtig noch schön auf Kommerz. Denn ähm, ich habe das tatsächlich gelesen. Das ist eines der meistzitierten Bücher, was niemand gelesen hat. Der Kulturen. Ähm, hochinteressantes Buch. Ich stelle jetzt gleich den Affiliate-Link ein, wenn Sie es bestellen wollen. Dann bekomme ich irgendwie, ich weiß nicht, 30 Cent oder sowas, wenn Sie es bestellen sollten über mich. Aber warum nicht die 30 Cent mitnehmen? Ja, den Link habe ich eingestellt. Wenn im Kampf der Kulturen teilt Samuel Huntington die Welt in, in Kulturbereiche ein. Und mir war damals schon aufgefallen, er zählt die Russen nicht zum westlichen Kulturbereich. Und ich will, ich will nicht böse sein, aber ich fürchte, das fällt gerade auf. Wir sehen es gerade. Nun, als Deutscher dies zu sagen, ist so ein bisschen schwierig. Denn was, was die Kulturnation Deutschland die mal so weltweit kulturell und wissenschaftlich führend war, dass die erste Fremdsprache in Japan, im Japan der Jahrhundertwende 18., äh, 19. bis 20. Jahrhundert, war die erste Fremdsprache, die man in Japan gelernt hat, Deutsch. Denn man musste als Wissenschaftler Deutsch können, um die, die bahnbrechendsten wissenschaftlichen Entwicklungen verstehen zu können. Deutschland war wissenschaftlich führend. Die Kulturnation Deutschland, was die Kulturnation Deutschland und die Wissenschaftsnation Deutschland zwischen 1933 und 1945 gemacht hat, ist, glaube ich, Ihnen allen bekannt. Und daher ist Deutscher zu weites Maul aufzureißen, wenn es um Verbrechen anderer Nationen geht. Man sollte die Wahrheit nicht verleugnen, aber es erfordert wohl etwas Fing Fingerspitzengefühl und dazu braucht man nicht politisch korrekt zu sein. Denn was durch Deutschland passiert ist zwischen 33 und 45, war nicht nur ein unfassbares Verbrechen, sondern auch eigentlich der deutschen Kulturnation absolut unwürdig. Ähm, jetzt setze ich mich wahrscheinlich schön in die Nässe. Aber ich glaube, ich habe die Verbrechen mehr als genug verurteilt. Was Russland jetzt macht, aber aus deutscher Sicht darüber zu urteilen, fällt natürlich ein Stück weit schwer. Denn da werden Leute kommen und sagen, naja, ihr Deutschen müsst euch mal eine eigene Nase packen und das müssen wir. Den Holocaust so durchzuplanen, wie er durchgeplant wurde, mit, mit Eisenbahnplänen, die an den Kapazitäten von Gaskammern angepasst sind und solche Geschichten, das ist schon eine andere Hausnummer als, als, viele, als die meisten anderen Verbrechen. Also das ist einzigartig, was da passiert ist. Aber wie gesagt, im historischen Kontext gesehen ist es für den Deutschen ein bisschen schwierig, sich hier das Maul aufzureißen. Viele andere Nationen haben auch Dreck am Stecken, aber als Deutsche sind wir... Sollten wir auch erstmal auf die deutschen Verbrechen schauen, bevor wir über andere reden. Aber wie gesagt, leider ist es keine Seltenheit. Wir sehen die Plünderungen, wir sehen Morde, wir sehen ähm, Folterungen in vielen anderen russischen Konflikten. Äh, lustig ist, mir hatten ein Bekannter hat mir einen Screenshot geschickt aus einem Buch, wonach Putin, als er die DDR verlassen hat, soll tatsächlich auf seinem Auto eine Waschmaschine festgezurrt gehabt haben. Mit dem Kommentar habe ich den Screenshot bekommen, es ist wohl so ein Russending. Ähm, es gibt wohl tatsächlich äh, gewisse historische Parallelen zu dem, was heute passiert. Ich hoffe, das habe ich jetzt. Also, ich meine, ich werde es mir immer mit ein paar versauen. Das ist unvermeidbar, wenn ich bei dem bleibe, was ich als Wahrheit ansehe und versuche so aufrichtig wie möglich zu sein. Kann ich nicht anders, als hier und dort auf Zehen zu treten. Ähm, lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube, ich habe den Holocaust nicht verharmlost. Ich glaube. Ich habe trotzdem denjenigen, die die deutsche Größe in der Vergangenheit sehen, habe ich ein Beispiel deutscher Größe genannt. Ich denke, als, als deutsche Kulturnation kann man auf die eigenen Errungenschaften im Rahmen der Nation zurückblicken. Auch durchaus mit Stolz. Aber als rationaler Mensch muss man auch die Schattenseiten betrachten. Und dazu gehört das unfassbare Verbrechen. Was gerade, und hier kann ich Ihnen, wenn ich schon bei dem Thema bin, was ein furchtbares Thema ist für einen Livestream. Ein absolut furchtbares Thema für den Kanal, aber ich meine, in das Fettnäpfchen habe ich mich jetzt gesetzt. Jetzt kann ich es nur noch schlimmer machen. Sie müssen sich vorstellen, Theodor Herzl ist der Vordenker des Staates Israel. Jetzt das, das, das Zitat suche ich raus. Und das ist ein guter Abschluss für heute. Das zeigt die, die unfassbare... Theodor. Es gibt... Es gibt ein Zitat von Theodor Herzl, muss ich mal schauen. Dass das in in, das ich unfassbar eindrucksvoll finde. Und ich finde es jetzt gerade nicht. Wo ist das? Deutsche Nation. Tut mir leid, es wird jetzt einen Moment dauern, aber das ist wirklich wichtig. Denn es muss irgendwo muss das sein, weil es weil das, das, die, diese Situation dramatisiert. Es tut mir leid, dass es jetzt im Moment dauert. Ich habe es natürlich nicht vorbereitet, aber in diesem Zusammenhang finde ich dieses Zitat immer immer unfassbar bedrückend und gleichzeitig. Was ist das? Ähm, an die Mods Hinweise. Es gibt dieses es gibt dieses Ah, ich sehe auch hier Hinweise, sehe ich noch den Hinweis, die rot-schwarze Fahne ist die Fahne der ukrainischen Aufständischen Armee, UPA. Der rechte Sektor bezieht sich darauf. Also theoretisch kann es auch noch ein Hinweis auf die ukrainische äh, Aufständische Armee sein, ohne rechte Sektor zu sein. Hinweise, es gibt dieses Zitat über, die, über ein Israel, das unter dem, den Fittichen einer deutschen Nation wäre. Ist es dieses Zitat? Wo ist es? Der Judenstaat? Danke für den Hinweis, Fasi. Wo ist es? Das. das ähm Warum steht es da nicht? Also. Ich bekomme die Hinweise. Das, das, die, das Zitat ist, wenn ich es jetzt nicht besser finde, muss ich es wohl mir aus dem Kopf sagen. Weil es ist halt echt. Es tut mir schrecklich leid, dass ich jetzt hier sitze und, und herumsuche, denn ich habe das nicht vorbereitet. Also dann, wenn ich es nicht schneller finde, muss ich es wohl äh, aus dem Kopf so sinngemäß geben. Er hat gesagt. Ähm, es täte einer jüdischen Nation gut unter einem Wo ist es? Hat sie einer gepostet? Nee. Äh, das Zitat war in einer Art und Weise, dass es einer jüdischen Nation gut täte unter einem gesitteten und disziplinierten Deutschland zu gedeihen oder sowas. Also, das ist jetzt ein grobes, sinngemäßes Zitat. Aber er wollte, und wir dürfen nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt äh, gab es das Deutsche Kaiserreich, weltweit wissenschaftlich führend, berühmt für seine Disziplin, für seine wirtschaftliche Stärke etc. pp. Und Theodor Herzl, und Israel existierte nicht, Theodor Herzl hat gesagt, de facto, er hätte gerne Israel. Und Israel war Teil des Osmanischen Reiches, das, das Gebiet, wo dann Israel entstanden ist, also unter, Jüde, unter muslimischer Herrschaft. Und unter dem verglichen unter den Osmanen. Ich will das jetzt nicht zu sehr bewerten. Aber de facto hat er gesagt, es wäre wünschenswert, wenn ein israelischer Staat ein deutsches Protektorat wäre. Und das muss man sich mal vorstellen, dass Theodor Herzl, der Vordenker des Staates Israels, eine deutsche Oberherrschaft über die Juden wollte. Und dieses Volk, dem er sozusagen das Schicksal der Juden ein Stück weit anvertrauen wollte, ist dann in den industriellen Massenmord der Juden zu dem übergegangen. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich das Zitat im Einzelnen finde. Ähm, wenn ich es finde, ich muss das irgendwo finden, dann pinne ich das als Kommentar in dem Video an. Ähm, ich fand es immer unfassbar bedrückend, wenn man sich vorstellt, dass Theodor Herzl das Schicksal der Jüde, des jüdischen Volkes de facto in deutsche Hände legen wollte. Und dieses, dieses deutsche Volk hat dann in der Nazizeit den industriellen Massenmord begangen und das ist etwas was man als Patriot als jemand der sein Vaterland liebt ob er nun rechts oder links ist das ist ein, eine Sache wo man nicht politisch korrekt sein muss wo man nicht Gehirngewaschen sein muss oder sowas ähm, das ist eine, denke ich eine Sache die man sich der der derer man sich bewusst sein muss denn man kann wenn man über das eigene Land redet, über die, über die Geschichte reden und die guten Seiten der Geschichte herausrufen. Ich verstehe viele, die vaterlohnslos sind, die sagen, was ist das mein Verdienst, dass ich danke, danke, Fassi Barns hat es gefunden. Ähm, ich verstehe, dass einer sagt, warum soll ich auf meine Nation stolz sein? Was habe ich an der geleistet? Was kann ich dafür, dass ich genetisch war Kann ich absolut nachvollziehen, wer das sagt. Aber wer einen Patriotismus hat, der muss sich auch den negativen Seiten sehen, stellen. Der kann Positives herausstellen und der darf es ruhig. Aber ich denke, dass die Bürde, die jedes Land für sich tragen muss, ist eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Deswegen muss man nicht ähm, alles auf dieses Negative beschränken. Aber das Negative gehört mit dazu. Und das Danke an Fasibad, hören Sie gut zu. Unter dem Protektorat dieses starken, großen, sittlichen, prachtvoll verwalteten, stramm organisierten Deutschland zu stehen, kann nur die heilsamsten Wirkungen für den jüdischen Volkscharakter haben. Mit einem Schlag kämen wir zu vollkommen geordneten inneren und äußeren Rechtszuständen. Theodor Herzl wollte, ein, ein, wollte dass de facto ein Israel unter deutschem Protektorat nach deutschem Muster entsteht. Dieses ein Volk ist, was versucht hat, sie systematisch auszurotten. Und ähm, auf dieser unschönen Art und Weise will ich das heute beenden. Wie gesagt, heute mal etwas anders, mal etwas ernsteres Thema. Es wird garantiert wieder Leute geben, die durchdrehen. A, weil ich dem Holocaust wichtig gemacht habe und sie aus ihrer politischen Sicht sollte man den er Möglichkeit gar nicht thematisieren. Aus anderen werden sauer sein, weil ich ihn nicht genug thematisiert habe und gesagt habe, es gab auch mal was Sachen, auf die man als Patriot stolz sein kann. Tja, das war eine Live-Sendung. Den Teil kann ich jetzt leider nicht mal rausschneiden. Ja, aber die meisten meiner Zuschauer weiß ich sind hier, weil sie die Aufrichtigkeit von mir mögen und dazu gehört auch so ein ernstes Thema ab und an. Und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Völlig egal, wenn ich dabei verärgere. An sich versuche ich sowas immer rauszuhalten. Als ich Romane geschrieben habe, Militärromane habe ich bewusst den zweiten Weltkrieg aus Europa, den europäischen Schauplatz rausgehalten, weil mir das ein Minenfeld ist, in dem ich eigentlich, wo es eigentlich nichts zu gewinnen gibt. Ähm, ich selber habe keine Ambition, die Welt zu bekehren, ihnen allen zu erklären, der Holocaust war und sie sind deswegen schlimm und sie müssen jetzt dies und das. Das ist nicht meine Ambition, aber wie gesagt, im Rahmen dessen wurde es eben thematisiert. Und ich denke, dieses Zitat werden die meisten von Ihnen noch nicht gekannt haben. Und ich fand es immer unfassbar bedrückend. Weil es gezeigt hat, was es theoretisch an Chancen gegeben hätte, dass Deutschland einem Staat Israel, wenn es nach Theodor Herzl gegangen wäre, vielleicht 50 Jahre vorher zum Leben verholfen hätte, unter ganz anderen Beziehungen. Ähm, wie gesagt, mich hat es immer sehr, sehr bedrückt, dieses Zitat, weil es zeigt, was möglich gewesen wäre. Und verglichen mit dem, was dann tatsächlich passiert ist. Wie gesagt, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich tue es auch nicht jedem recht. Aber ich hoffe, ich gehe davon aus, dass 70, 80 Prozent meiner Zuschauer meine Art nach wie vor schätzen. Ähm, auch wenn ich ab und an mal was sage, was ihnen nicht passt. Ich versuche es so aufrichtig und so akkurat und ehrlich genug zu machen. Und mehr kann ich einfach nicht machen, ohne mich selbst dabei zu verbiegen. Und letztendlich, ähm, ich bin aus der Politik gegangen, weil ich mich nicht verbiegen wollte. Und ansonsten wäre ich heute vielleicht im Bundestag. Wenn ich das mache, wenn ich eine politische Karriere aufgebe, die ich sicher zu sein schien, um meine Prinzipien zu verfolgen, dann werde ich wegen des YouTube-Kanals nichts daran ändern. Ähm, ich werde prinzipientreu bleiben. Von daher vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Vielen lieben Dank für Ihre zahlreiche Unterstützung. Jetzt kam noch Unterstützung von Vivi. Gerade noch das letzte gebundene Buch von dem Amazon-Link gekauft. Es haben wohl einige aus dem Chat zugeschlagen. Aus dem Chat zugeschlagen. Okay. Vielen lieben Dank äh, für die Unterstützung. Ich kann das Buch absolut empfehlen. Ähm, ist ein tolles Buch. Äh, danke für die Unterstützung. Niklas, vielen Dank für die Unterstützung und willkommen als Mitglied. Und Stefan Deulig, danke für dieses Schlusswort. Ich bin hier richtig. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wie gesagt, ich mache den Kanal mehr für mich als für Sie. <laughs> ein Stück weit zumindest inhaltlich. Ich werde mir meinen Rückgrat nicht verkaufen. Ähm, wenn der Kanal scheitert, weil ich was sage, wovon ich überzeugt bin und was der Mehrzahl meiner Zuschauer nicht gefällt, dann scheitert er eben. Wenn ich das aus der Politik nicht mache, dann mache ich deswegen das YouTube-Kanals auch nicht. Ich bleibe mir selbst treu und ich weiß, ich glaube zu wissen, dass die Mehrzahl meiner Zuschauer genau das schätzt. Ähm, der Kleine schätzt es auch. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Stefan Knoblauch ebenfalls und an alle, die heute gespendet haben. Herzlichen Dank. Die ganzen Paypal-Spender werden im Abspann gezeigt. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich klappt Vielen lieben Dank an alle, die es unterstützen, auch an alle, die es über IBAN tun. Ähm, ohne sie wäre der Kanal nicht möglich. Für mich ist ein Riesenkompliment, dass sie frei, selbst verdientes Geld freiwillig, das ist ja der Unterschied, sie entscheiden sich freiwillig dazu, mich zu unterstützen, weil ihnen gefällt, was ich mache. Und das ist ein wahnsinniges Kompliment, was nicht größer sein könnte. Ist auch ein riesiges Kompliment, dass ich nur einen Bruchteil der Fragen überhaupt beantworten konnte. Jede Frage, ich habe... Wenn ich sehe, habe ich 15% der Fragen beantwortet. Sie können jede Frage neu stellen und jede Frage ist ein Kompliment, weil jede Frage bedeutet, Sie wollen meine Meinung zu etwas wissen. Ähm, tolles Kompliment. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke für die Fragen. Danke an die Mods für die, die ähm, Hilfe heute. Danke an alle, dass Sie da waren. Wir sehen uns ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach, oder eigentlich zu 99% sehen wir uns am Donnerstag wieder. Aktuell gibt es nichts, was dagegen sprechen würde, dass wir uns dann wieder zum nächsten Livestream sehen mit dem nächsten Lagebericht. Und ich will, hoffentlich komme ich dazu, auch wieder das eine oder andere Video außerhalb der Lageberichte zu machen. Denn ich weiß, ich habe einige Zuschauer, die das eigentlich noch mehr schätzen als die Lageberichte und die Frage-Antwort-Runden. Und das ist auf jeden Fall auch weiter geplant. Danke, dass Sie da waren. Das war es soweit von meiner Seite. Wie gesagt, bleiben Sie noch dran, um sich den Upstream, Abspann anzuschauen, wo den, den Spendern auf diese Art und Weise in Unterstützung gedankt wird. Das war es von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Und danke noch an Michael Ohne und Bernardo Grivan für die Unterstützung. Ich glaube, bei Gerhard Knobloch habe ich mich auch noch bedankt. Ansonsten auch dort nochmal Dankeschön an alle Unterstützer. Schönen Abend nach Deutschland.